Wesel. Nein. Was sieht das überhaupt? Guten Morgen. Nach der bahnbrechenden Erkenntnis, dass Wesel nicht Düsseldorf ist, fangen wir an mit der 156. Fraktionssitzung und wie immer mit dem öffentlichen Teil Top 0. Nein, nicht wie immer. Wir haben die Tagesordnung endlich umgestellt. Feststellung der Beschlussfähigkeit machen wir zuerst. Jo, wir sind über 10 Leute. Nicht öffentliche Teile können wir also abstimmen. Nicht öffentliche Teile. Mir liegt im Moment ein Top vor, der die Überschrift Klage hat. Der Grumpy möchte gerne protokollieren, fliegt aber ständig raus. Mal kurz. Ja. Oh, nicht öffentliche Teile. Genau, wir machen einfach mal weiter, Grumpy, okay? Ich versuche das hier mitzutippen. Alles klar, dann erst Joachim, dann Olli. Ich hätte gerne eine Antwort auf nicht öffentlich teilen. Also Fraktionsveröffentlichung, aber nicht öffentlich. Mikro, zweieinhalb Minuten. Mit Mikro immer bitte. Zweieinhalb Minuten rein informell an die Fraktion, von mir aus. Aus Gründen. Große Anfrage. Darf ich ein Thema dazu schreiben? Ah, perfekt. 5 Minuten, Joachim. Ja. 2 Minuten haben wir fast immer eingehalten. Gut, 10 Minuten. Olli, mit Mikro, bitte. Ich hätte gerne einen nicht öffentlichen, fraktionsöffentlichen Teil, den wir gegebenenfalls theoretisch auch öffentlich machen könnten, wenn das jemand so beantragt. Aber ich sage jetzt erstmal fraktionsöffentlich, weil es der allererste Sache dazu ist, zum Thema Bundesversammlung passt. Du? Ich werde mich am 1. Januar 2017. Ich sag mal 20 Minuten. Gut, haben wir noch mehr? Das sieht nicht so aus. Bei Top 11, wie lange ist da angedacht? Schon ein bisschen länger. Ich würde sagen 15 Minuten. Deswegen die Sache mit der Bundesversammlung. Okay. Halbe Stunde. Ja gut, machen wir eine halbe Stunde. Dann haben wir 3 nicht öffentliche Teile, insgesamt 1 Stunde. 2 davon mitarbeiteröffentlich, 1 nur fraktionsöffentlich. Müssen wir das Wording ein bisschen anpassen. Gibt es Gegenstimmen gegen diese nicht öffentlichen Teile? Das ist nicht der Fall, dann werden wir das am Ende so machen, nicht öffentlich. Kommen wir zu Top 1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung. Ihr hattet einen Umschlag in der Post. Gibt es dazu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann ist jemand gegen die Annahme des Protokolls vom letzten Mal? Auch das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig so beschlossen. Grumpy, du musst mir sagen, wann du wieder da bist, ne? Ja. Gut. Dann kommen wir zum Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario. Nicht Mario? Ich könnte was erzählen, aber ich brauche eigentlich Unterlagen. So gut, machen wir es trotzdem so. Dann hol dir die Unterlagen, dann schieben wir dich nach hinten. Das ist, wäre gut. Ich habe meinen Rechner nicht hier. Also gut. Ich habe den hier gehabt. Aber. Dann springen wir zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Technikpartei. Das kam überraschend. Okay. Wir sind heute mit dem CarOffice Fraktion live in Bonn und werden während der Plenartage am Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Bocholt aufschlagen, in Rheine und am Freitag dann nicht in Düsseldorf, wie schon angekündigt, sondern in Wesel.
Dann Folgendes, wir haben, was das gemeinsame Fraktionentreffen der Saarländer, der Schleswig-Holsteiner, der Berliner und der Nordrhein-Westfalen betrifft, haben wir eine in Absprache mit den Schleswig-Holsteinern eine koordinierende Funktion übernommen. Letzte Woche ist ein Einladungsschreiben rausgegangen für den avisierten Termin, der unter Sonstiges zur Abstimmung steht, also für den 6.9. In diesem Zusammenhang hat es dann auch letzte Woche Mittwoch ein Gespräch mit Lara gegeben zum Stand des digitalen Kompass. Da ist dann die Informationsvorlage entstanden, weil dieses Projekt ja unmittelbar mit dem Fraktionentreffen zusammenhängt. Und ansonsten ist letzte Woche damit begonnen worden, die nächste Stufe beim K-Office zu starten, nämlich eine professionelle Befragung. Aber das ist auch Gegenstand einer Beschlussfassung, die gesondert vorliegt. Das wäre es aus meiner Sicht. Okay, danke Hartmut. Dann kommen wir jetzt, da der Laptop immer noch nicht da ist, zum... Bitte? Ja, er hängt ein bisschen oft. Kommen wir zu Top 4, Bericht des Vorstandsreferats. Ja, ich fange an, kein Problem. Also gestern haben alle drei Kernarbeitskreise getagt. Kernarbeitskreis 1 haben wir verschiedene Themen behandelt. Unter anderem gab es einen Vorschlag aus der Referentenschaft zur Datensicherheit für eine Aktion bei der Datensicherheit Krankenhaus-IT. Da wird jetzt noch weiter drüber gesprochen. Hat erstmal auf eine gute Diskussion ausgelöst und das werden wir weiter behandeln. Dann ging es um das weitere Vorgehen BGE. Es wurde generell besprochen, was am Wochenende in der Schweiz passiert ist, dass es sehr in der Aufmerksamkeit ist gerade und in den Medien national wie auch international vorkommt. Kernarbeitskreis 2 hat sich mit der Verfassungskommission und weiteren Forderungen und Vorgehen beschäftigt. Kernarbeitskreis 3 hat sich unter anderem mit unserem Smart City Gesundheit, Safer City Antrag beschäftigt, der in der Mache ist. Frank ist auf einer Veranstaltung, wann weiß ich, glaube in einer Woche oder zwei Wochen? 21.06. genau, möglichst weit in der Zukunft. Die damit direkt in Verbindung steht, also dort und auch Huawei zum Beispiel dort vor Ort ist. Also es gibt auch hier weiter, wird an den Anträgen und an parlamentarischen Vorgehen gearbeitet. Nixus wollte noch etwas hinzufügen. Genau. Wir hatten uns dann noch relativ ausführlich im Cannabis, was aktuell ist, aufgrund einer Anhörung in der letzten Woche von der Maske angeregt, über die Problematik IT-Sicherheit in Krankenhäusern unterhalten. Und also, inwieweit wir das hier nochmal aufgreifen können, das wollte ich halt ergänzen. Mit Mikro bitte. Die Idee war tatsächlich, gegebenenfalls hier mal so eine Aktion zu starten und die IT-Sicherheit eines Krankenhauses zu prüfen, natürlich nur unter Wahrung aller Gesetze und Verordnungen, die dabei einzuhalten sind. Dass das nicht unkompliziert ist, allen Beteiligten klar. Trotzdem ist der Reiz da, mal zu zeigen, was eben immer noch nicht läuft, groß. Der Sebastian ist da dran, wird sich weiterhin damit beschäftigen. Und wir werden da dranbleiben. Ansonsten hatte der Dietmar noch die Problematik oder das Thema Nachtragshaushalt eingebracht. Kurz gefasst kann man dazu sagen, wir werden uns auf keinen Fall da auf irgendwelche verkürzten Verfahren oder Ähnliches einlassen. Das war so Konsens und auch von Dietmar so vertreten. Es gibt ein paar Punkte, die da spannend sind, aber das wird dann entsprechend bei dem einzelnen Top auch besprochen werden können. Zum BGE gibt es, also unser interner Verlauf, den werde ich nochmal zusammenfassen, da hat Herr Hartmut auch nochmal drum gebeten, zu Recht. Es gibt zumindest aus dem Haushalts- und Finanzausschuss, interessanterweise jetzt so, trotzdem sich Dietmar, so ich gehört habe, dafür sehr eingesetzt hat, für die Expertenhinzuziehung aufgrund unserer Rechtsauffassung, ist die ja weiterhin zulässig, die wurde komplett abgebügelt, wenn ich das richtig verstanden habe. David hatte mich darüber informiert. Also wir haben da unterschiedliche Stände derzeit in den Ausschüssen. Spannend wird, denke ich, die nächste Obleuterunde im Wirtschaftsausschuss, wo bisher Stand ist, es soll die Anhörung oder die Hinzuziehung von Sachverständigen terminiert werden. Damit kann man sie als beschlossen betrachten. Ich werde das zusammenfassen und heute nochmal rumschicken und am spätestens diese Plenarwoche, ich denke Donnerstag, ist wieder Obleuterunde im Wirtschaftsausschuss, dann wird es dazu auch aktuelle Ergänzungen geben. Das war das, was ich zu ergänzen hatte.
Das finde ich durchaus witzig. Gucken wir mal, was da kommt. Ja, also witzig hin oder her, ich finde es interessant, aber es ist meinen wahrscheinlich das Gleiche und Herr Dietmar wollte sich äußern. Ja, ganz kurz zur Thematik Anhörung respektive Sachverständigengespräch im HFA abgebügelt komplett. Das ist nicht ganz richtig, insofern nicht ganz richtig, als der Vorsitzende in Ausübung seiner Allmacht quasi bestimmt hat, dass sich der Ausschuss HFA, Haushalts- und Finanzausschuss, nachrichtlich an dem Sachverständigengespräch des Hauptausschusses beteiligen möge. Es hieß zwar zunächst, es wäre eine Beteiligung an der Anhörung, wir wissen aber, dass im Hauptausschuss gar keine Anhörung durchgeführt wird, sondern zumindest in meinem Kenntnisstand nur ein Expertengespräch zu einem möglicherweise sogar eingeschränkten Themenbereich aus dem Antrag. Und die Sache ist im HFA insofern aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen, als der Ausschuss selbst nichts darüber gesagt und nicht befunden hat, außer dass der Vorsitzende selbst bestimmt hat, dass es so gemacht werde. Und er hat sich dabei die Rechtsauffassung des Landtags in einer anderen Angelegenheit, nämlich einer nachträglichen, nochmaligen Anhörung aus dem Jahre 2014 zu eigen gemacht und eben dies zur Grundlage seiner Entscheidung bezüglich dieses von uns gestellten originären Antrags auf Anhörung respektive hilfsweise Durchführung eines Sachverständigengesprächs im HFA abgebügelt. Das kann man dann wohl schon so sagen, ja. Ja. Gut. Gibt es sonst noch zu diesem Thema oder zu dem Bericht des Vorstandsreferats Fragen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Dann hat der Mario jetzt sein Laptop. Und funktioniert in der Tat, leidlich, Technikpartei und so. Gut, zur letzte Woche. Wir hatten letzte Woche am Dienstag die Vernissage zum Pirate AZ. Dem einen oder anderen werden in der Fraktion an den Wänden Bilder aufgefallen sein, die da vorher noch nicht hingen. Die Veranstaltung war gut besucht. Auch danach war das sehr erfolgreich. Wir haben viele Kontakte knüpfen können. Ich habe gestern in der Vorstandssitzung schon das aus meiner Sicht spärliche Auftreten der Fraktionäre bemängelt. Ich fand es nicht ausreichend, dass da drei Leute waren. Wie mir gestern gesagt wurde, kann man das auch anders sehen. Ich sehe das nicht anders. Wir sind ganz normal in der Presse. Simone wird immer wieder gefragt zum Pur Silvester und das klappt gut und das wird direkt gemacht. Wir kriegen insbesondere im Bereich Bildung auch immer wieder Anfragen zu Monika, die auch professionell abgearbeitet und dann finden wir da auch größtenteils statt. Wir haben weiterhin diese direkte Variante mit Veranstaltungen. Es kündigt sich an der Jugendlandtag. Wir sind bei der Gamescom weiter. Was wir gestrichen haben, ist die Nummer mit dem Verbraucherschutz. Wir haben angefragt, das war erst durchgeplant soweit. Die Verbraucherschutzzentrale NRW wird mit allen Fraktionen im Januar, Februar sprechen und dann auch mit uns. Und sie wollten uns da keine Extrarunde gewähren, ein halbes Jahr vorher. Das war aber in freundschaftlichem Ambiente gesagt, also sie hätten es wohl gemacht. Es sind weiter Themenflyer auf dem Weg, die wir dann auch verteilen über Car Office und die verschiedenen Leute, die wir uns abfragen. Wir sind weiter in der Aktion der Postkarten-Verfassungskommission. Da kommen auch immer wieder welche rein, so schwungweise, teilweise durch, siehste. Und der Michel wertet die dann aus und packt die in eine Excel-Tabelle oder so. Weiß ich nicht. Hat einen Zwischenstand. Wir haben einen Zwischenstand, den kannst du ja gleich mal ganz kurz im Anschluss berichten. Wir fangen jetzt an mit den Setcards, von denen, die ihr beschlossen habt, auf meinen Antrag hin. Das heißt, das, wo wir die Themenbereiche personalisieren wollen, mit einem Foto auf einer DIN A6 großen Postkarte,
Da haben wir von vielen Abgeordneten aktuelle Bilder, von einigen nicht. Das macht Jens federführend. Wer also aktuelle Bilder haben möchte und glaubt, dass er keine hat, kann sich direkt an Jens wenden. Zur Aktion Fahrscheinfrei wird hoffentlich Oliver gleich noch ein, zwei Worte sagen können, wo wir dann Stand sind, was passiert und so weiter. Open Antrag wird gleich später in der TO kommen, da sind wir sehr viel weiter. Es kündigt sich weiter an der Tag der offenen Tür, wir haben Doodle dazu, wer wann wo wie ist. Ich habe gesehen, dass einige gar nicht da sind, lieber in Wolfenbüttel sind, also das muss aber ja jeder von euch wissen. Wir haben am 21.06. ein Werkstattgespräch zur Verkehrssicherheit Cannabis, / Cannabis. Das durchgehend prominent besetzt ist, einzig ein Journalist, den wir dazu einbinden wollen, hat noch nicht zugesagt. Da bin ich aber dran. Das war's in kurzen Worten und im Schnelldurchlauf. Erst Michel, dann Oliver. Erst Oliver. Wie, erst ich? Also, läuft soweit, sag ich mal. Pressetechnisch bin ich noch gespannt, was wir aus Bad Salzuflen hören. Man muss das so ein bisschen verschleifen, das Ganze habe ich jetzt gelernt. Ich weiß, hören werden. Schauen wir mal. Am Samstag war nämlich Pressevertreter vor Ort. Gleichzeitig habe ich mit dem Verantwortlichen der Stadtwerke gesprochen. Der stand also nebeneinander. Das läuft super in Bad Salzuflen. In den anderen Orten war ich ja bisher dann noch nicht, in Wuppertal und in Kreis Recklinghausen. Aber Kreis Recklinghausen tut sich auch eine Menge. Auch politisch, wie wir gesehen haben in den Nachrichten gestern. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Studie da gut starten können in allen drei Orten. Und ich halte jetzt demnächst auch mal die Augen auf, was pressetechnisch da noch kommt. Im Social-Media-Bereich beziehungsweise im Bereich der Multiplikatoren läuft das eigentlich auch so ganz gut. Eine Schippe drauflegen kann man immer. Gut. As for the Zwischenstand. Ohne zu viel zu verraten, sage ich mal vorsichtig, bei den für uns relevanten Themen sagt eine Mehrheit ja, das sollte angepackt werden. Bei der Individualverfassungsklage, dem Wahlrecht ab 16 und den Hürden, dem Senken der Hürden, ist das eine, vorsichtig gesagt, große Mehrheit. Bei dem Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer ist es eine Mehrheit und bei der Schuldenbremsfrage ist eine Mehrheit bei der Fragestellung dagegen. So sage ich das mal vorsichtig. Und wir haben gute 200, 250 Karten bis jetzt zurückbekommen. Das ist der aktuelle Stand. So. Und da jetzt die restlichen Karten auch verteilt wurden, das muss man auch noch dazu sagen, wir haben ja nochmal nachgeordert und... Und wir haben sogar noch welche, also wer noch Karten möchte, wer noch eine Umfrageaktion starten möchte, da draußen immer gerne. Gut, gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zu Doch, ganz kurz. Ach, zwischendurch hattest du deine Hand oben, okay. Dann bitte. Wenn du hochscrollen würdest, hättest du gesehen, dass du nicht auf der Rednerliste bist. Genau. Kurze Frage nur von mir, Mario. Diese Woche die Schwerpunkte im Plenum, weil wir haben da so drei Plenartage und von daher wäre mir wichtig zu erfahren, wo wir dann jetzt die nächsten drei Tage die Schwerpunkte reinsetzen. Eine gute Frage. Ich habe gerade eben meinen Rechner wieder weggetan. Liefere ich per E-Mail nach. Was mir auch noch gerade eingefallen ist, BGE. Ich habe natürlich die Abstimmung in der Schweiz auch verfolgt. Wir standen dann enger in Kooperation mit der Bundespresse, die das halt auch angetriggert haben. Davon haben wir hier abgesehen. Die Fragestellung ist natürlich auch sehr klar gewesen dort. Mit der Benennung von 2.600 und patzerhackten Euro für ein Grundeinkommen ist es natürlich ganz schwierig. Und sowas wäre hier wahrscheinlich dann auch mit einem ähnlichen Ergebnis wohl sein.
Wir gucken uns das weiter an. Zu der BGE-Veranstaltung am Freitag haben wir massiv Leute eingeladen. Ich habe noch kein Feedback. Toso, du? Wie war es da? Also ich habe noch gar kein Feedback. Waren Journalisten da? Also die Veranstaltung lief inhaltlich extrem gut. Für dich das Interessante, Journalisten waren nicht da. Insgesamt waren etwa 70 Menschen da. Die Diskussion war nicht ganz harmonisch, sagen wir mal, was aber sehr gut war. Gerade dadurch, dass halt auch jemand mit einer kritischen Stimme auf dem Podium saß, ist halt viel hinterfragt worden, aber halt auch sehr viel tatsächlich erklärt worden. Kann ich jetzt inhaltlich nicht alles wiedergeben, nur so viel, diverse Modelle sind da vorgestellt worden. Auch die Finanzierung lässt sich regeln. Das eigentlich Interessante ist eigentlich im Endeffekt die Wirkung auf die Gesellschaft. Übrigens sind auch noch mal verschiedene Modelle, die ja schon gestartet worden sind, ganz kurz angeschnitten worden, bis auf das Beispiel in Namibia, weil die Zahlen da nicht ganz offen liegen. Im Endeffekt ist es halt so, dass durch ein BGE tatsächlich vielleicht, wenn es hochkommt, wahrscheinlich eher weniger, maximal 10% der Menschen nicht mehr arbeiten würden. Das heißt, wir sind inzwischen so gut getrimmt, es wird einfach weitergearbeitet, egal ob es Geld gibt oder nicht dafür. Wer Menschen im Ehrenamt sieht, kann das sich auch gut vorstellen. Also wenn man sich beispielsweise die Hilfe bei der Geflüchtetenzuwanderung der letzten Monate anguckt, wo der Staat ja komplett versagt hat, ohne Ehrenamtler, die kein Geld dafür gekriegt haben, weiterhin kein Geld dafür kriegen, würde das nicht laufen, und die machen das weiterhin super. Und das inzwischen seit fast anderthalb Jahren. Und so würde es wahrscheinlich bei vielen anderen Dingen auch laufen. Dementsprechend war halt ganz spannend. Es sind halt auch viele Zahlenbeispiele genannt worden. Zum Beispiel ist das dieses Beispiel da aus der Schweiz. Einmal die Rechnung ist einmal durchgerechnet worden. Selbst bei diesem relativ hohen BGE, was da ja angenommen worden ist, wäre das durchaus finanzierbar in der Schweiz. Ganz spannend an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, wenig Außenwirkung leider. Nur halt Menschen, die da waren, das war toll, 70 Leute, super. Okay, gibt es Fragen, Anregungen, Ideen, Wortbeiträge dazu noch? Das ist nicht der Fall, doch da bitte keine kurze Frage. Ich habe gar nicht vorne. Insider vom letzten Mal. Also ja, kann sein. Ich habe gar nicht vorne Frage zu stellen. Ich möchte eigentlich nur anregen. Also ich persönlich, ich grübel noch über die 250 Karten, die wir zurückbekommen haben aus der Verfassungsumfrage so ein bisschen nach. Wir sind irgendwie quasi täglich mit dem Car-Office draußen. Ich würde gerne einfach nur dazu anregen. Also wir alle sind ja irgendwie mit dem Car-Office hier und da dann draußen, dass wir das da nochmal so ein bisschen forcieren und irgendwie anziehen. Also an so einem Tag mit dem Car-Office sind ja mal eben locker irgendwas mit 30 bis 50 Karten zurückzuholen. Also das ist ja kein Ding. Wir alle, wie wir hier sitzen, haben früher an dem Tag, an so einem Tag innerhalb von wenigen Stunden, was weiß ich, 150 Unterstützerunterschriften eingefahren. Das dürfte mit so einer Umfrage zur Verfassung deutlich leichter sein als Unterstützerunterschriften. Also ich würde einfach noch mal anregen wollen, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen auf Gaspedal drücken. Ja, das mag ja sein, aber das Gute ist, dass der Flyer ist mir ja egal. Das Gute ist, da gibt es ja Piraten, also zum Beispiel so Abgeordnete, die ja mit am Car-Office stehen und das hoffentlich erklären können. Wenn nicht, ja. Aber dann, wenn wir Sitzung haben, haben wir ja außerordentlich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Car-Office, die das bestimmt auch erklären können. Also die fünf Fragen sind ja jetzt nicht Rocket Science. Rocket Science, ja.
Dazu ganz kurz, so wie die Karten zurückkommen, wie ich das mitbekomme, bekommen wir von den Piraten, an die wir das verteilt haben, die also an den Wochenenden da sind, jetzt nicht die, die hier sitzen, die im Schwung zurück. Das heißt, offensichtlich arbeiten die Piraten in NRW da weiter dran und machen das auch. So gesehen kann ich den Appell von Daniel nur unterstützen. Gut. Weitere Wortbeiträge? Sieht nicht so aus. Gut, dann kommen wir jetzt zu Top 5. Vorbereitung der Plenarsitzung am 8.9.10. Juni 2016. Moment. Tagesordnung der Dietmar. Moment, Dietmar. So, jetzt muss ich kurz den Grumpy fragen. Protokollierst du hier oder in dem anderen, in dem Plenarpad? Ich mache mal kurz das Mikro an. Also wenn wir Debatten jetzt zu einzelnen Punkten mit protokollieren in diesem Zusammenhang, gehören eigentlich ins Protokoll und nicht ins Plenarpad. Okay, dann bleibst du in dem... Ich bin gerade geistig überfordert. Ich hatte nur 3 Stunden Schlaf. Das macht mich gerade irgendwie... Okay, ich gehe auf jeden Fall jetzt in dieses neue Pad da rein und... Nee, ich habe nicht gut gelevelt. Gut über mein Leben nachgedacht, aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Immer. Okay, fangen wir an. Mittwoch, 8. Juni. Erstens, Unterrichtung durch die Landes... Oh, Entschuldigung. Voreintritt in die Tagesordnung. Natürlich der Dietmar, den ich jetzt auf meiner Liste nicht mehr gesehen habe. Ja, ich möchte dich in deinem Abarbeitungsfluss nicht behindern, aber... Wie ich schon mehrfach angeregt habe, rege ich das jetzt auch mal an, dass wir vielleicht nicht die Nummer aus dem Ältestenrat hier durchziehen, wie Frau Präsidentin dann Punkt für Punkt durchgeht und die Tagesordnungspunkte vorliest, sondern, wie wir es auch schon mal in zurückliegender Zeit gehandhabt haben, da, wo offene Flanken sind, Stellen offen sind, Fragen sind, dass sich da jeder meldet, mal sagt hier, Tagesordnungspunkt 6 am Mittwoch, habe ich eine Frage oder so und ansonsten, dass wir das darauf abkürzen, dass wir sagen, 1, 2, 3, 4, alles steht drin, dies, das, jenes und. Und was weiß ich, Tagesordnung Punkt 4 oder 5, es redet noch offen, wer spricht da oder da gibt es kein... Das mache ich so, ja. Ich lese immer den Titel vor und wenn was fehlt, reden wir drüber, sonst sage ich nur, es steht alles da, nächster Tagesordnungspunkt. Das okay. Vorlesen machen wir fürs K-Office. Ach so. So ward es eingeführt. Ja. Okay. Gut. Ansonsten nur da, wo Lücken sind. Gut. Gut, dann treten wir jetzt in die Tagesordnung ein. Mittwoch, 8. Januar, erstens Unterrichtung durch die Landesregierung zum integrierten Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Gemeldet hat sich Daniel als Redner. Jetzt steht da, falls noch jemand möchte, feel free. Magst du das kurz erklären oder Grumpy? Ja, ich habe das ja ein bisschen mit angeschoben. Also wir haben halt 3 Leute mal zusammengezogen für diese Unterrichtung der Landesregierung. Und es ist halt aus dem Ministerium Familie, Kinder, Jugend oder aus dem Bereich Familie, Kinder, Jugend. Von daher bietet es sich an, dass Daniel spricht. Vielleicht halt noch jemand anderes. Es geht ja, wie gesagt, um die Extremismusdebatte. Ich selber bin mal gespannt in diesem Zusammenhang, so ein Handlungskonzept, was die Regierung, für was sie sich da ganz gerne mal wieder abfeiern möchte. Es scheint ja mittlerweile gang und gäbe zu sein, bei jeder kleinsten Verlautbarung irgendwie halt als Landesregierung meinen zu müssen, hier auftreten zu müssen. Ja, ach so, die haben ein Konzept, das ist neu. Und was die Gesamtdebatte angeht, also wenn da noch jemand... zu den Minuten halt Daniel noch unterstützen möchte. Genau, 16 Minuten haben wir. Da ist was drin. Oh, Toso. Ja, also ich würde mich mit Daniel absprechen, ob wir da was zusammen machen, ob ich einfach nur zuliefer oder ob ich da...
eventuell auch noch aktuelle Eindrücke schilder, wenn halt von Demonstranten auf antifaschistischen Demonstrationen skandiert wird, zieht den Nazis die Uniformen aus, ohne dass der Zug der Nazis gerade in der Nähe ist, sondern nur Polizeibeamte, dann hat diese Landesregierung ein gewisses Akzeptanzproblem ihrer Polizei. Was sich vielleicht dadurch speist, dass die Polizei in den Bereichen nicht immer optimal agiert. Vorsichtig formuliert. Die Bayern, die Auswärtigen, Schleswig-Holstein, waren gut. Wir können da gerne im Einzelnen drüber diskutieren, hundertschaftenweise, kann ich auch gerne machen. Über den Sinn und Unsinn von Ausbildungshundertschaften ohne elterliche Begleitung, in Recklinghausen zum Beispiel, überhaupt kein Problem. Machen wir gerne noch was zusammen. Nehme ich gerne auf. Wir waren ja an zwei verschiedenen Orten am Samstag, obwohl wir beide in Dortmund waren und eigentlich zur gleichen Veranstaltung wollten, so kann es gehen. Ich war halt den ganzen Tag in Begleitung der bayerischen Landeshundertschaft, die ja bekannt sind für ihre freundliche Art und Weise. Weiß ich auch nicht, ist egal. Also Angebot nehme ich natürlich gerne an, Toso. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Michelle hatte das auch noch gerade quasi bilateral gemacht. Ich freue mich drauf. Sollten wir nachher nach der Frasi uns dann vielleicht direkt zusammensetzen. Ich habe ein kurzes Gespräch gleich, 10, 15 Minuten, und danach, nach der Frasi, könnten wir das dann machen, wenn ihr mögt. An der Stelle natürlich schon mal herzlichen Dank an die beteiligten Referenten bis dahin. Da gibt es halt schon Text, der geliefert wurde und der, wie nicht anders zu erwarten war, natürlich auch schon jetzt sehr gut ist. Ist egal, war doch Spaß. Alles gut. Gut, dann wissen wir jetzt, was dieses Feel Free bedeutet. Zweiter Redner also. Top 2, rechtliche Hürden für polizeiliche Videobeobachtung senken, mehr Sicherheit ermöglichen, von der CDU. Innenreferent haben wir im Moment nicht, deswegen ist der offen. Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir stehen. 3, Nordrhein-Westfalen wehrt sich gegen vorzeitigen Kohleausstieg, Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung verhindern, ein FDP-Antrag. Ganz starker Antrag. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung. Steht alles drin. Und Zierichum steht alles. Sehr gut finde ich hier die Abstimmungsempfehlung. Ich muss die noch kurz korrigieren, die geht so. So, 1,11, genau. So, Top 4, Förderung des digitalen Breiten- und Profisports. E-Sport verdient Anerkennung und Wertschätzung. Das ist unser Antrag, wir reden darüber. Referentenredner, Abstimmungsempfehlung haben wir. Zielrichtung kann man vielleicht einen Absatz zu eintragen. Grumpy. Ich frage dich jetzt aber, weil Lukas das ja auch schon zwischendurch bei den Gesprächen angedeutet hatte. Möchtest du, dass noch jemand mitmacht? Möchtest du Unterstützung haben? Möchtest du eventuell ganz abgeben? Also, ich habe tatsächlich die Rückfrage, es war auch gestern kurz in den Referentenrunden und auch in den KACs. Also ich kann dir da gerne helfen damit. Du fragst sicherheitshalber, ich antworte sicherheitshalber. Wir haben ja Block 2. Das bedeutet, wir dürfen zweimal reden, für die, die das nicht wissen. Ich würde natürlich ganz gerne als sportpolitischer Sprecher durchaus gerne dazu reden wollen, sehe aber durchaus noch Platz, eben das aus den Standpunkten der Gamenden halt quasi aufzurollen. Ich selbst bin in dieser Subkultur jetzt nicht so zu Hause, insofern weiß ich von einigen von euch, dass ihr da wesentlich stärker verankert seid. Insofern macht euch Gedanken, wer dazu noch reden könnte oder Lust hätte, dazu zu reden. Können wir machen. Was? Herr Nico hat gesagt, er ist startklar. Der Nico ist startklar, ja. Das freut mich. Allein das Wort startklar. Naja, okay. Genau. Aber Nico, oute dich jetzt als sehr dafür geeignet. Ach so. Okay.
Trackmania Nations damals. Ja. Decathlon. Auch gut. Was? Winter Games? Machen Sie eine typische Handbewegung. Gut. Ja. So viel heute nach der Frasi, aber auch da würde ich gerne dazu stoßen. Ich würde da gerne zwei, drei Sachen zu sagen, wenn das denn gewünscht ist. Also ich bin da unterwegs in dem Bereich, von daher. Ich freue mich auf die CDU-Rede. Jeden Abend drei Stunden. Kein Level gestern Abend. Gut. Ich freue mich. Ich freue mich auch auf die CDU. Ich komme auf dich erstmal zu, um zu gucken, wo es hingeht. Gut. Zum Hochhalten der Klasse. Gut, kommen wir zu Top 5. Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen. Ein Antrag der Landesregierung mit ganz vielen Änderungs- und Entschließungsanträgen. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Top 6. Nordrhein-Westfalen braucht neue Ideen zur Staureduzierung, Entwicklung eines professionellen Managements für Autobahnbaustellen. Jetzt. CDU-Antrag, direkte Abstimmung, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Mehr Chancen für jeden statt Regeln für alles. Den Rest lese ich nicht vor. Eine große Anfrage der FDP. Referent haben wir da stehen. Kein Redner und keine Zielrichtung. Kann man ignorieren. Das ist der Wirtschaftsausschuss, wenn mich nicht alles täuscht. Wer redet denn da? Reden wir da zu? Was ist das überhaupt für ein Block? Kann man einfach mal dort vorlesen, was Sie reden? Antwort der Landesregierung. Genau, das ist Antwort der Landesregierung. Wir sind bei Top 7. Gibt es dazu einen Redner? Leute, auf geht's. Leute, Wirtschaftsausschuss. Ah, okay, gut. Das habe ich nicht gehört. Und Zielrichtung kommt noch, ja. 8. Amerika, Aarhus, Jülich, 152er Sturm brauchen ein Lager, wo sie sind. Abschieben ist keine Lösung. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da natürlich. So, 9. Seveso 3 mit Augenmaß im Augenmaß umsetzen? Seveso 3 im Augenmaß umsetzen? Die CDU hatte es. Umweltschützen, Stadtentwicklung ermöglichen, Industriebestandsschutz und Entwicklungsmöglichkeiten geben. Ein CDU-Antrag, Referentredner, Abstimmungsempfehlung haben wir da. Und da unten steht auch eine Zielrichtung. Ich ziehe die mal hoch, dann sieht man das. Gut, 10. Altersdiskriminierung vermeiden, Altersgrenze für staatlich anerkannte Bausachverständige zügig anheben. Ein FDP-Antrag, Redner, Referent, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung haben wir alles. 11. Masterplan Salzreduzierung konsequent und umgehend umsetzen. Ein rot-grüner Antrag. Auch hier haben wir alle Angaben. Also die Frage, die sich stellt, ist, wollen wir noch mit auf den Antrag sogar drauf? Das können wir meiner Meinung nach machen. Ja, mach. Ja, gute Lösungen unterstützen wir. War doch nie anders. Ja, nur muss die Fraktion irgendwie was dazu sagen, ob sie meint, dass wir damit drauf können oder nicht oder was. Also ich meiner Meinung nach geht das. Der Antrag ist gut genug. Gut. Der Danebot schlägt vor und empfiehlt, mit auf diesen Antrag zu gehen. Gibt es dazu Fragen? Gibt es da Fragen, Lukas? Also ich hatte jetzt keine Möglichkeit, mich mit Salzreduzierung konsequent auseinanderzusetzen. Insofern finde ich es
okay, nachdem ich mich da eingelesen habe, dafür zu stimmen im Plenum, aber ich würde jetzt davon abraten, jetzt mit auf den Antrag zu gehen. Also das sehe ich halt einfach nicht und ich sehe halt auch nicht jetzt für uns den Raum, dass wir jetzt halt darüber sprechen. Erst Toso, dann Olli, dann Danebott. Danke, Danebott. Wir haben das bei anderen Fachgeschichten so gehandhabt, dass wir da ein gewisses Vertrauen dem Fachabgeordneten immer gegenüber an den Tag legen. Und ehrlich gesagt, ich will mich gar nicht in die fachliche Kompetenz begeben, mit diesem Salzzeug so gut das entscheiden zu können wie Danebott. Ich glaube dem Danebott einfach, wenn der sagt, der Antrag ist gut genug, da können wir mit drauf, dann go. Keiner von uns kann das aus den jeweiligen Spezial... Hat er denn Ahnung von diesen Umweltsachen? Ich befürchte schon. Ja? Dann lass uns das noch machen. Sie- Ich soll mich nicht räuspern und erst das Mikro anmachen. Okay. die Sache, die Toso sagte, ist richtig. Trotzdem möchte ich dem Danebott was auf den Weg geben, nämlich den Ersteindruck von diesem Antrag. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde ich saß, als die Anträge reinkamen. Und dann hieß es, was... Die Grünen machen einen Masterplan Salzreduzierung, schon wieder so eine Verbotssache, wollen die erst Fleisch nicht und dann Salz nicht und so weiter. Dachte natürlich einerseits, es geht ums Essen und um solche Dinge. Wenn wir mit auf den Antrag gehen, müssen wir klar vermitteln, worum es geht. Irgendwie ist der Titel ziemlich unaussagekräftig dieses Antrags. Aber das ist das, was die meisten Leute nur lesen. Das nur als Anmerkung. Ich weiß, der Antrag ist jetzt auch nicht so wesentlich, wird wahrscheinlich auch nicht irgendwo in der Presse erscheinen, dass das groß eine Rolle spielt. Aber das nur so als Punkt. Deine Punkt. Ja, also ich hatte den Eindruck, den Olli gerade schilderte, auch, als ich das erste Mal den Titel gelesen habe. Ich dachte, jetzt wollen sie die Schulkantinen entsalzen. Aber... dann fiel mir also ein, dass es wahrscheinlich doch um die Weserversalzung geht. Da gibt es nämlich tatsächlich einen Masterplan. K&S ist also ein großer Konzern, der auch weltweit agiert. Kali und Salz. Kali und Salz, genau. Düngemittel herstellt und ich glaube auch zur Sprengstoffproduktion wird das Kali mitverwendet. Die sind also weltweit unterwegs. Die haben in anderen Staaten relativ strenge Vorschriften, die sie einhalten müssen und auch einhalten können da offensichtlich. Und hier soll es angeblich nicht gehen. Wir hatten eine ziemlich ausführliche Anhörung dazu, auch im Ausschuss. Und da wurden die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, erörtert. Und das, was in diesem Antrag steht, ist halt so die Essenz. Das, was man am besten machen kann, um da tatsächlich was zu erreichen, steht in diesem Antrag drin für mich. Deshalb kann ich damit drauf. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich habe nämlich keine gesehen. Dietmar. Was gewinnen wir, wenn wir mit auf den Antrag gehen? Toso. Nee, das ist wir bleiben einfach unserem Motto treu, dass wir fachlich sinnvolle Sachen nicht nur unterstützen, sondern auch deutlich unterstützen, so wie wir das also an diesem, immer machen. An diesem Masterplan arbeitet halt nicht nur die Landesregierung. K&S ist nicht in Nordrhein-Westfalen. Und die Weser fließt nur durch ein ganz kleines Stück Nordrhein-Westfalen im Nordosten. Der Masterplan ist also von mehreren Bundesländern und anderen Organisationen und Körperschaften da zusammen erarbeitet worden. Und auch für sich auf den zu berufen, ist jetzt kein Loben der Landesregierung in dem Sinne. Dass das so früh kommt, wusste ich nicht, aber auch diesmal muss ich wieder Toso beipflichten. Ah. Es macht mir ja schon fast Spaß. Nein, tatsächlich. Der kriegt immer Ärger deswegen. Zu Hause. Ja, ich weiß, das ist total gut. Voll der Nazi. Macht Sachen, wo andere zustimmen. Tatsächlich finde ich das befremdlich. Wenn Danebott eine Empfehlung abgibt, der Fachpolitiker, der drinsteckt, und ihm dann zu sagen, ja, ich habe mich da nicht eingelesen, das könnte auch jeden anderen so treffen und in jedem anderen Fachbereich. Und ihr seid jetzt 4 Jahre dabei und nach 4 Jahren solltet ihr ein bisschen Vertrauen in die Fähigkeiten und Fertigkeiten des jeweiligen Gegenübers haben.
Ich bin fertig. Gut, ich sehe keine weitere Wortmeldung. Dann käme ich jetzt zur Abstimmung. Wer ist dagegen, dass wir auf diesen Antrag mit draufgehen? Wer möchte sich enthalten? Dietmar und Olaf. Dietmare. Gut, dann musst du jetzt dafür bitte auch noch aufschreiben. Macht das dann der PDF oder was? So sorry. Ja. Oh, aufgefallen, Mama. Hm? Ja, ich habe mich nicht enthalten. Kommst du darauf? Gut. Nächster Tagesordnungspunkt 12, der 19. Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge, genannt 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Auch hier haben wir alle Daten und auch hier gefällt mir die Abstimmungsempfehlung, die ich kurz verlese. Sie lautet: ablehnen, verbrennen, die Asche nochmal verbrennen, vergraben und nie wieder drüber reden. Bitte. So, das Zauberwort heißt natürlich JMS-TV. Alles klar. 13, Mitteilung nach § 15 des Abgeordnetengesetzes NRW. Da gibt es keine Debatte, ansonsten haben wir alles da stehen, Kenntnisnahme. 14 ist zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten. Hier fehlt ein Referent. Trotzdem fehlt ein Referent, an den man sich wenden kann mit Fragen. Überraschenderweise wird das Sebastian sein. Völlig überraschend. So, 15, Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze. Hier haben wir alles stehen, wobei eine Zielrichtung, aber ist ja auch nur eine Einbringung. Da können wir die Zielrichtung auch eigentlich streichen erstmal. So, 16, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendung für die schulische Inklusion. Auch das eine Einbringung. Alle Daten da. 17, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesbauordnung, Bau-ONRW. Auch hier haben wir alle Daten. 18, sechstes Gesetz zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Jetzt hätte ich fast was anderes gesagt, das war knapp. Fast die richtige Bezeichnung. Hier fehlt ein Referent. Ach so, Innenausschuss, gut, zurzeit noch vakant. Und 19 haben wir die in den Ausschüssen erledigten Anträge und 20 haben wir die Beschlüsse zu Petitionen. Damit ist der Mittwoch rum. Geplantes Ende 1945. Donnerstag. Wir beginnen mit der einzigen Aktuellen Stunde, die wir haben. Großer Lacher gestern. Großer Lacher gestern. Wir hätten gedacht, dass die anderen was anderes tun. Sie haben es nicht gemacht. Wir reden über die Bildungspolitik in NRW. Aktuelle Stunde zum Thema Grundschulen. Unsere Aktuelle Stunde, Unterrichtsbedingungen in den Grundschulen müssen verbessert werden. Und die Aktuelle Stunde von CDU-FDP. Welche Maßnahmen wird die rot-grüne Koalition angesichts der erschreckenden Ergebnisse der jüngsten VBE-Umfrage zur Situation der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen ergreifen? Ich finde ja kurze Titel immer besser. So, Referent, Redner, Rin haben wir hier stehen, Zielrichtung Moni. Ja, es wird eine, glaube ich, nicht gerade sehr aufregende Geschichte. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich das auch nicht so, dass ich das auch vom Thema her eher so mäh finde. Die Frage ist, machst du mit, gehst du, übernimmst du einen Teil, dann können wir uns immer noch abstimmen, wer den ersten, wer den zweiten, das ist mir relativ egal. Aber ich fände das ganz cool, wenn wir das zusammen machen würden. Klar, können wir tun. Mein sechster Termin nach der Phrasi. Mein sechster Termin nach der Phrasi. Machen wir. Stimmt, können wir auch morgen machen. Nach dem Plenum.
Natürlich, Olli, hallo. Okay, Zielrichtung kommt dann noch. Zweitens, Top 2, Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2016. Auch hier haben wir alle Daten. Drittens, Nordrhein-Westfalen soll das Land des digitalen Aufbruchs in Deutschland werden. Das hat jetzt auch die CDU erkannt. Die Landesregierung muss Digitalisierungsstrategie entwickeln. Bitte. Ich sage nur Estland FTW, also ungefähr jeder Antrag aus dieser Ecke basiert auf Estland. Ich weiß nicht, inwieweit man das miteinander vergleichen kann, aber ich glaube, vor 3 Jahren oder so waren die Grünen ja mal da, die SPD, jetzt die CDU halt. Wann fahren wir eigentlich mal nach Estland? Warum fahren wir? Nein, ich glaube, wir brauchen. Nein. Wir machen das übers Netz. Ob das auch alles stimmt, was Sie da beantragen? Richtig. Okay. Ja, Referent fehlt hier, aber das, ne? Ansonsten sind alle Daten da. 4. Inklusion qualitativ gestalten, Kinder und Jugendliche mit Sprachbehinderung angemessen unterstützen. Auch hier haben wir alle Daten. 5. Mülheimer Erklärung. Aktuelle Rahmenbedingungen gefährden den Erfolg der Inklusion. Landesregierung muss Fehlentwicklungen endlich entgegensteuern. Das wird jetzt eine Ausschussüberweisung. Das ist neu. Da sind wir natürlich nicht für den Antrag, sondern für die Überweisung. Ansonsten sind alle Daten da. 6. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften. Kommunalvertretungsstärkungsgesetz. Am Donnerstag in der zweiten Lesung, Block 2. Da freut sich jemand. Und das Ding kommt dann gleich nochmal. Es geht um die Sperrklausel. Entschuldigung. Ach so, natürlich, Entschuldigung für das Chaos und für die Leute da draußen. Das Kommunalvertretungsstärkungsgesetz ist das Sperrklauselgesetz NRW. Für uns. Gut. 7. Die Weiterbildung, insbesondere die Familienbildung in Nordrhein-Westfalen, stärken und besser fördern. Ein Antrag der CDU. Da steht jetzt Redner vakant. Referent vakant. Redner stehe ich. Das ist Johannes Mabo normalerweise. Warum da vakant steht, weiß ich nicht. Ich habe es nicht weggemacht, als ich es vorhin gelesen habe. Eine Abstimmungsempfehlung fehlt da noch. Das ist eine Überweisung, von daher Zustimmung, Überweisung. So, Zielrichtung folgt. Dann haben wir 8, Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesundheitsprävention und Förderung voranbringen, Benachteiligung von Jungen und Männern abbauen. Das kann nur ein FDP-Antrag sein und tatsächlich ist ein FDP-Antrag. Hier haben wir auch alle Daten zusammen. 9. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen. Eigener Gesetzentwurf der Landesregierung. Hier fehlt, da das keine Einbringung ist, wenn ich das richtig sehe, Referent und Redner. Ich gucke aber gerne noch mal nach, ob wir da was übersehen haben. Nein, das ist ein Block 1. Wer redet zum Dienstrechtsmodernisierungsgesetz? Ich gucke mal so nach links. Ja, das ist halt so eine Sache. Also ich kann da gerne zu reden, nur halt Mabo hat gesagt, das ist eigentlich ein HFA-Thema. Das nur dann halt in den Innenausschuss geschoben wurde, aus Trickserei. Es wurde auch entsprechend aus Trickserei in den Innenausschuss geschoben wurde, so laut Mabo. Ich kann da gerne zu reden, nur ich wollte halt auch nichts vorwegnehmen. Mabo sagt halt, das ist eigentlich HFA-Thema. Ja. Mir ist es egal. Dietmar. Also, ich denke. Kurze Erklärung: HFA ist der Haushalts- und Finanzausschuss. Haushalts- und Finanzausschuss, ja, es ist im Prinzip ein Thema des Unterausschusses, Personal des Haushalts- und Finanzausschusses. Ich weiß nicht, wer da reingeschrieben hat. HFA ist hierbei grob übergangen worden, das ist also nicht ganz so. Es war immer davon die Rede, dass im Bereich Innen
Änderungsanträge bzw. auch gemeinsame Änderungsanträge gezimmert werden sollten. Dazu ist es nie gekommen. Deswegen hat sich die Beratung und letztendlich auch die Beratung im Unterausschuss Personal immer verzögert. Bis hin zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, nee Leute, also das läuft gar nicht, dann befasst sich der Unterausschuss Personal nicht damit. Dementsprechend haben wir nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Außer abgestimmt. Ne? Und wie die Abstimmung ausgegangen ist, ist ja bekannt. Opposition hat voll draufgehauen, hat gesagt, geht gar nicht, Leute, so machen wir das alles nicht mit. Und was es ist, ja, ich habe das mal da reingeschrieben, es ist ein Wahlgeschenk. Wieso da schändlich steht, weiß ich auch nicht. Ob ich das selber geschrieben habe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut, es ist ein Wahlgeschenk an die Beamten, ein vorgezogenes. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Kompensation all der Missetaten der letzten Jahre. Ja, ich weiß nicht, muss da nicht zu reden. Ist innen, ich weiß nicht, wer da aus innen zu reden. Ich denke mal, dass Frau Gebhardt dazu reden wird von Seiten der SPD. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Von Seiten der, könnte aber auch Stotko sein. Ich will das nicht ausschließen. Also normalerweise ist das ein Innenthema. Und normalerweise ist es ein Innenthema, selbst wenn Marbo sagt, das ist eigentlich ein Thema vom Unterausschuss Personal bzw. HFA, ist das zwar grundsätzlich richtig. Und von der Trickserei, dass das da hingeschoben worden ist, ist mir nichts bekannt. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Innen hat ja auch dazu eine Anhörung gemacht, ne? Mikro. Die Anhörung, das war ja das große Ding unter Beteiligung aller Ausschüsse. Das war ja, das ist ja dieser große Antrag mit über 300 Seiten. Nö, mach mal. Aber wenn du es nicht willst, dann mache ich das. Ja, mach mal. Kannst du auch kurz fassen, da brauchst du nicht groß reden. Ja, ja. 450 Seiten, um genau zu sein, wer sich das noch eben... Gut, dann haben wir jetzt einen Redner und anscheinend auch eine Abstimmungsempfehlung, die da Ablehnung lautet. Sehr gut. Dann kommen wir zu Top 10. Schülerinnen und Schüler vor Werbung an Schulen bewahren, Schulsponsoring verantwortungsvoll gestalten, unser Antrag. Oh, natürlich fehlt hier. Referent haben wir, Redner steht da, Abstimmungsempfehlung steht da. Zielrichtung folgt. Panini und Amazon. Alles klar. Top 11. Wohnungsbau beschleunigen, dreijähriges Moratorium und Evaluierung der Energieeinsparverordnung ENEV 2016. Ein CDU-FDP-Antrag. Wir haben alle Daten. 12. Noch dazu oder 12? Okay, 12. Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Unser Antrag. Referent Amenit, Rednerin Simone. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Simone, bitte. Ja, es hat sich geklärt, Bompi. Ich war erst maximal irritiert, dass das Ding überhaupt zurückgekommen ist. Aber es ist ja als Gesetz irgendwie, wird ja dann eben nochmal debattiert. Weil ich hatte eigentlich im Kopf, okay, ich habe zur Einbringung darüber geredet, damit ist die Sache jetzt vom Tisch. Jetzt, okay, ich habe es eben erst gerade gesehen, aber machen wir. Okay. Ja. Ja. Hier ist es zweite und dritte Lesung, steht da. Mario, Gerd und Jens, alles gut. Gut. Dann geht's weiter mit Top 13. Landesregierung muss dem Gesetz zur Einstufung. Nochmal von vorne. Die Landesregierung muss dem Gesetz zur Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten im Bundesrat zustimmen. Ein CDU-Antrag. Ich sage jetzt nicht, wer das noch fordert. Alle Daten liegen vor. 14 Bitteschön. Frag mich nicht, wer das noch fordert. Das sind die flüchtlingspolitischen respektive die integrationspolitischen Sprecherinnen und Sprecher eigentlich eingeladen gewesen, als gestern der marokkanische Botschafter da war? Nein. Okay. Warum wird denn da? Ist eine Woche her und war nicht gestern, aber
2.6. Egal. Gibt es weitere Fragen zu dem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu 14. Bürgernähe stärken, Vertrauen in die Politik steigern, Einführung eines Angebots, hol die Regierung in dein Projekt. Unser Antrag. Und es stehen alle Daten da. Freitag, 10. Juni. Erstens, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften, Kommunalvertretungsstärkungsgesetz. Auch das ist wie so ein Zombie und kommt immer wieder. Hier haben wir eine dritte Lesung und haben mal Block 1 beantragt, weil einfach zweite und dritte Lesung zusammen ist irgendwie, das macht keinen Spaß. Da reden wir dann nochmal über das Gesetz. Zweitens, achso, und ansonsten gilt alles, was oben steht. Also kann man runterkopieren. Zweitens, Impfen schützt, Strategien zur Verbesserung des Impfschutzes in NRW. Ich hätte ja gedacht, die FDP ist eher so auf Seiten dieser Impfskeptiker, aber sei es drum. Ach stimmt, das hilft den Privatkonzernen, ja. Alles klar, alle Daten haben wir da. Drittens, Rechte von Kindern und Jugendlichen in NRW stärken. Ein Antrag von Rot-Grün, auch hier haben wir Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. Viertens, Finger weg vom Bargeld. Nordrhein-Westfalen muss ein starkes Signal senden, um die Freiheit des Bargeldverkehrs zu erhalten. Das sagt die CDU, ja? Hier in NRW sagt das die CDU. Auch hier haben wir alle Daten. Und fünftens, die Zukunftsfähigkeit von Politik und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen stärken. Engagement für die Initiative Open Government Partnership aufnehmen. Das ist unser Antrag. Hier haben wir wiederum keinen Referenten und die Zielrichtung müsste noch nachgetragen werden. Gut. Gibt es zu den Tagesordnungen noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir zurück zu unserem Pet und kommen zu Top 6. Darf ich? Bitte, du Sorry. Darfst alles. Eigentlich nur zu den Plenartagen dann allgemein, aber nicht zu den einzelnen Tagesordnungen sozusagen. Ich wollte eigentlich nur fragen, ich gehe davon aus, dass das Plenar-Warm-up weiterhin stattfindet. Für mich und meine Entscheidungsfindung, ob ich um 9.30 Uhr spätestens hier sein muss oder um 10 Uhr, wird das vorbereitet oder treffen wir uns einfach nur zu Kaffee und Schnittchen? Das, wenn ich direkt antworten darf, wird selbstverständlich vorbereitet. Der Punkt ist nur, beim letzten Mal war die Teilnahme, ich glaube, so ungefähr 3 Leute von Seiten der Abgeordneten saßen hier, dann ergibt sich die Sinnfrage nach der Vorbereitung derer, die das vorbereiten möchten. So ein bisschen ist das so ein Henne-Ei-Problem, so ein Wechselspiel. Es ergibt wenig Sinn, mit 3 Abgeordneten hier zu sitzen. Das müsst ihr euch aber überlegen. Ansonsten freue ich mich über alle, die kommen. Erstens, jo, hast du recht. Zweitens, viele haben schon morgens früh hier im Landtag verschiedene Termine, Parlamentariergruppen, Obleute etc. pp. Drittens, einmal noch zurück zum vorletzten Tagesordnungspunkt vom Freitag und eine Frage damit verbunden. Ist, Grumpy, das eigentlich in der PGF-Runde thematisiert worden, dass es bereits 2 weitere Bargeldanträge gibt? 0, okay. Kurze Anmerkung. Jeder darf hier in diesem Landtag als Fraktion und als Abgeordneter jederzeit sein Glück versuchen. Von daher, glaube ich, steht es den PG nicht zu, entsprechend die Anträge. Ne? Außerdem darf hier jede Fraktion die Positionspapiere von anderen Parteien von ihren Parteitagen kopieren und hier als Antrag einbringen. Das steht auch jedem frei. Wenn es in einem Plenum vorkommt, haben wir hier aber nicht. Genau. Gut. Jetzt aber Top 6. Beschlussvorschlag Satzungsänderung. Vorlage B27/2016. Hartmut, möchtest du dazu 2 Worte sagen? Das ist die Konsequenz aus der Beschlussfassung zur Beauftragung der Rückkanaltechnik. Das heißt, wenn wir Fraktionssitzungen dezentral organisieren wollen, brauchen wir einen entsprechenden Satzungsbeschluss. Das ist sozusagen damit umgesetzt.
Jo, gibt es dazu Wortmeldung? Ja. Daniel. Kannst du vielleicht noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, und zwar nicht für mich, sondern möglicherweise für die Menschen im Stream, denn die betrifft das ja auch direkt. Mach ich gerne. Wir haben ja mit dem Caroffice angefangen, dass die Fraktionssitzungen vor Ort analog über den Stream natürlich mitgesehen werden können. Aber ein weiterer Punkt ist natürlich eine weitere Form der Partizipation der Öffentlichkeit an Fraktionssitzungen. Und diese Partizipationsform können wir damit ausprobieren. Wir haben die Rückkanaltechnik entwickelt, ein Konstrukt, wo wir relativ einfach also das Caroffice vernetzen können mit der Fraktionssitzung. Das heißt, die Planung ist, dass Fraktionsmitglieder die Möglichkeit haben, und nicht nur die Möglichkeit haben, sondern dass wir das umsetzen, am Caroffice sind, mit den Bürgern zusammen sich an der Diskussion in der Fraktion beteiligen können und Anregungen der Bürger auch mit einbringen können, über den Abgeordneten, der am Caroffice ist natürlich. Der Abgeordnete am Caroffice hat die Möglichkeit, an Abstimmungen teilzunehmen, an der Diskussion sowieso, aber wesentlich auch an Abstimmungen teilzunehmen. Damit wären wir eine Fraktion, die eine dezentrale Organisation einer Fraktionssitzung ermöglicht, und zwar analog mit den Mitteln der digitalen Revolution. Und das finde ich schon eine wichtige Sache, aber dafür müssen wir eben eine Satzungsänderung vornehmen, weil bislang ist es nicht vorgesehen, dass Abgeordnete außerhalb dieses analogen Ortes sich befinden und an der Fraktionssitzung beteiligt sein können. Das gibt es nicht. Und ich möchte noch darauf hinweisen, es ist nicht in das Belieben des Abgeordneten gestellt, sondern es muss ein Beschluss der Fraktion vorliegen. Also jetzt irgendwo außen zu sein. Es ist also eine sehr organisierte, strukturierte Form der dezentralen Organisation. Ich habe den Dietmar auf der Rednerliste. Das Letztgenannte geht aus dieser Satzungsänderung erstens nicht hervor. Zweitens, ich finde es sehr charmant, dass wir demnächst über Telemedien hier diese analoge Verfahrensweise der Fraktionssitzung aushebeln können. Es ist mir also durchaus demnächst wohl gestattet, auch aufgrund der jetzt anstehenden Satzungsänderung, mich auf meine Finca nach Mallorca zu begeben, um von dort aus die Pflichtsitzungen hier im Landtag der Fraktion zu verfolgen und mich an ihnen zu beteiligen. Ich begrüße das. Nein, ich habe auch gar keine Finca auf Mallorca, aber es ist jetzt nur so ein blödes Beispiel. Ich könnte natürlich, während die Fraktionssitzungen laufen, mich über mein Device via Mumble auf dem Pferde reitend hier einloggen und dann schön durch den Wald, die Natur reiten und dann trotzdem an der Fraktionssitzung teilnehmen. Ich finde das gut. Ich begrüße das ausdrücklich. In Deutschland nicht, da hast du kein WLAN. Bitte wo? In Holland schon. Ich bin gerne in Holland. In den Niederlanden, so muss man sagen. Also, korrekt. Oder auch beim Abäppeln auf der Wiese oder so, egal. Also bei irgendwelchen schönen Dingen, die man gerne macht, dann dabei. Ich verstehe die Intention, dass das wieder mit dem Caroffice zusammenhängt und auch, dass das daran aufgehängt werden soll. Dann sollten wir das aber auch tatsächlich in die Satzung so reinschreiben. Allerdings glaube ich, dass das vielleicht ein bisschen too much wäre, da eine Satzungsänderung für vorzunehmen. Wenn wir das allerdings so allgemein halten, befürchte ich einfach, dass der Kreis derer, die hier in der Regel dafür Sorge tragen, dass wir überhaupt beschlussfähig sind, noch kleiner wird. Und die Beschlussfähigkeit festzustellen für außerhalb dieses Sitzungssaals befindliche Mitglieder der Fraktion, halte ich aus rechtlichen Überlegungen heraus für außerordentlich bedenklich. So, diese Fragestellung haben wir in der Partei oder werden in der Partei seit Jahr und Tag diskutiert. Und es ist unter anderem auch aus verschiedenen rechtlichen Bedenken bisher noch nicht dazu gekommen, die zentrale Parteitage zum Beispiel abzuhalten. Es gibt zwar wohl jetzt letztens, ist einer gemacht worden in, wo war das? Potsdam. Wo? Potsdam. Potsdam, genau. 10 Sekunden. Potsdam. Alles schön, alles gut, alles wunderbar. Wir können da auch durchaus Vorreiter sein. Deswegen, ich begrüße das grundsätzlich, möchte allerdings nur meine Bedenken geäußert haben hier und meine Befürchtungen geäußert haben, die ich nicht ohne weiteres auf mich jetzt übertragen wissen möchte, auch nicht im Hinblick auf das Reiten durch die Natur oder sonst wo. Aber ich angesichts der Tatsache, dass wir meistens oder oft nur mit 10, maximal 11 Leuten sitzen, bitte ich einfach mal zu diskutieren, wie denn das gehen soll mit der Beschlussfähigkeit. Und aber jetzt noch ein Punkt. Die Zeit. Ja,
leider, einen Punkt habe ich noch. Bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt mit der Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern, die am Car-Office sich eingefunden hatten, indem nämlich dann via Protokollchat oder wie auch immer dann derartige Fragen mit eingebracht sind. Michelle hat das schon mehrfach auch hier zum Besten gegeben, dass da eine Frage am Car-Office aufgetaucht ist und. Also von daher, ich sehe jetzt nicht die Notwendigkeit, dass da unbedingt ein MDL anwesend sein muss an den Tagen der Fraktionssitzung. Gut. Ich stehe als nächstes auf der Rednerliste, dann Daniel und dann Grumpy. Habe ich den vergessen? Nein. Gut, sind nur noch drei. Ja, hatten wir gestern in der Vorstandssitzung auch. Alles, was du gesagt hast, ist aber falsch. Und zwar die Grundannahme, weil in, ja, tut mir leid, ich fahre halt den Leuten dann nicht in die Parade. Weil über die Teilnahme, deine Teilnahme auf dem Pferd reitend auf Mallorca, muss die Fraktion entscheiden. Wenn die Fraktion der Meinung ist, das ist okay, das kann der Dietmar gerne tun und dir für nächste Woche Dienstag quasi das Platzett gibt, dies dann so zu machen, dann ist das so, dann ist das okay. Es bleibt dann in die, ja, wie soll ich das sagen, in die Entscheidungsfindung der Fraktion gestellt, ob dein Pferdereiten auf Mallorca jetzt ein Grund ist, dass man dir für den speziellen Fall erlaubt, dann auch von extern teilzunehmen. Ja, da steht auf Beschluss der Fraktion. Das ist voll cool, wenn man das vorher durchliest. Ja, gut. Also, nochmal, für jede Teilnahme muss vorher der Beschluss gefasst werden der Fraktion, dass diese Teilnahme auch entsprechend erlaubt ist. Keine Finca auf Mallorca. Was man sich tatsächlich vorstellen könnte, wäre bei einem hohen Krankenstand, wenn Leute sagen, ich kann aber reden, ich habe nur ein gebrochenes Bein und liege zu Hause im Bett, dass man dann Teilnahmen ermöglicht oder sowas. Aber das wären alles Situationen, über die man dann reden müsste. Einfach so und alle bleiben jetzt zu Hause und jeder kommt oder keiner kommt hier mehr hin, wird es so nicht geben. Du kannst dich gerne auf eine Finca einladen. Genau, außerdem, wenn du eine Finca hast, ich brauche noch ein Urlaubsziel dieses Jahr. So, jetzt Daniel, dann Grumpy, dann wieder Dietmar. Ja, so kompliziert ist der Satz halt auch gar nicht. Den hätte man sich sogar jetzt gerade spontan nochmal durchlesen können, dann hätte sich das alles erübrigt. Ich finde das toll, ehrlich gesagt. Und eigentlich schade, dass wir das jetzt erst letzten Endes umsetzen, weil das eigentlich sowas total Piratiges ist. Und Dietmar, und da will ich nochmal anknüpfen, du sagst, dass in der Partei da schon ewig Diskussionen und so weiter darüber stattfinden. Ja, das macht es ja nicht besser. Also die Diskussion in der Partei zu den Themen dezentralen Parteitagen, ständige Mitgliederversammlungen und so weiter und so fort, die sind halt einfach unterirdisch schlecht und sind halt von Angst und was weiß ich nicht alles begleitet. Das ist außerordentlich schade. Und ich finde deswegen umso besser, wenn wir hier als Fraktion sowas einfach mal machen. Da kann auch überhaupt gar nichts irgendwie mit passieren, ganz im Gegenteil, wir werten das Car-Office eben als das nochmal auf, was es nämlich tatsächlich ist, ein mobiles Büro draußen vor Ort, wo dann tatsächlich ein oder zwei Mitglieder dieser Fraktion halt da sind, mitstimmen können, mitreden können und Mensch, das ist doch total genial, wenn da wirklich irgendein Bürger am Car-Office steht und zu irgendeinem Thema vielleicht sogar hier was beitragen will und das gemeinsam sozusagen da mit dem MDL vor Ort macht. Das ist doch das, was wir wollen. Ich finde das großartig, wenn das irgendwie eintritt, ist das spitzenmäßig. Also lass uns das bitte, bitte so machen. Grumpy möchte nicht mehr, dann habe ich nochmal Dietmar. Ja, ich bin da im Prinzip bei dir, Daniel. Ja? Nur, was Michelle auch eben sagte, ja, da müssen wir mal dann drüber reden, wenn dann einer irgendwie mit einem gebrochenen Bein oder was auch immer mit dem Furz-Quersitzen zu Hause ist und so, ja, das öffnet nämlich einer langen und breiten Diskussion darüber, ob denn jemand berechtigterweise hier von extern daran teilnimmt, Tür und Tor. Es ist eben nicht aufs Car-Office begrenzt, nee, sondern auf den Beschluss der Fraktion. Das heißt, wir müssen uns hier als Fraktion demnächst damit befassen, beraten und abstimmen darüber, ob beispielsweise das Krankheitsbild desjenigen, der da zu Hause geblieben ist oder zu Hause bleiben musste, ausreichend ist,
um nach dieser Satzung dann die Berechtigung zu haben, per Telemedien hier an der Sitzung teilzunehmen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich nicht. Ich möchte nicht über den Furz oder dies oder das oder jedes Krankheitsbild in irgendeiner Form hier beraten. Ich möchte auch nicht über Abwesenheitsgründe beraten müssen, sondern die Pflichtsitzung findet hier im Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Ja, ich halte das für richtig, wenn wir sagen, okay, wenn einer MDL bei dem Car-Office ist, dann mag das so sein. Ob wir dafür allerdings die Satzung ändern müssen, weiß ich nicht. Gut, wenn wir das machen müssen, dann müssen wir bei den Pflichtsitzungen, wir haben da glaube ich so einen Passus, da entsprechenden vielleicht einen weiteren Satz einfügen, dass Ausnahme von der Pflichtsitzung, also sprich Anwesenheit im Landtag, eben die Teilnahme am Car-Office ist und dort eben die Möglichkeit per Telemedien, also sprich Mumble oder was auch immer, gegeben ist. Und dann ist gut. Aber ansonsten möchte ich darüber hinaus kein Aufbohren der Satzung im Hinblick auf Pflichtsitzungen mit Anwesenheit hier im Landtag. Gut, vielen Dank. Die nächsten Redner sind ich, dann der Thorsten, dann der Olaf. Warum habe ich das mit dem gebrochenen Bein gesagt? Wir hatten schon häufiger mal die Situation, dass Leute tatsächlich krank zu Hause waren, dass sie auch im PET waren, dass auch mitdiskutiert wurde im Chat vom PET oder Ähnliches, weil wir hier eben nicht die technische Möglichkeit hatten, dass auch eben diese kranken Mitglieder der Fraktion hätten mit abstimmen können oder hätten sogar mitreden können. Jetzt hätten wir die technische Möglichkeit demnächst mit dem Rückkanal und von daher wäre eine solche Möglichkeit gegeben. Und zwar sehe ich das auch positiv. Wir haben ja auch schon gesessen, damals mit 10 Leuten und brauchten einen 11. Und ich weiß noch genau, es war Danebot, der krank zu Hause im Bett saß und im Chat vom PET geschrieben hat, ich würde ja gerne, können wir nicht irgendwie. Und das war nicht möglich und wir haben die Sitzung damals abgebrochen und sind nach Hause gegangen. Also ich will das nur als Beispiel sagen. Nicht, dass jetzt jeder, der krank ist, automatisch hier in Anführungszeichen das Recht hat, teilzunehmen. Und ich will auch nicht über Krankheitsbilder diskutieren. Ich will nur sagen, wir hatten eine solche Situation schon mal und deswegen habe ich das gerade erwähnt. Toso. Welche Sanktionen gibt es noch mal, wenn ich nicht komme? Keine. Warum stellen wir das nicht grundsätzlich frei? Übrigens finde ich Telemedien super, das sind auch Brieftauben. Doch. Nein. Selbstverständlich. Und die Flaschen? Klar. Eben. Ja, bitte. Also, es wäre doch einfach sinnvoll, das zu ermöglichen, ohne Begründung, Stress, ohne irgendwas, sondern einfach sagen, wer über entfernt teilnehmen möchte, go. Wo ist das Problem? Das hat damit nichts zu tun. Bloß diese ewige Anwesenheitspflicht konterkariert das, was wir im Politischen tun, wie doof. Wo ist denn heutzutage noch oder in welchem, in Anführungsstrichen, Verwaltungsberuf ist es denn heutzutage noch so, dass es kein Homeoffice gibt? Wo sind denn die Leute zu 100% gezwungen, an irgendeinem Schreibtisch gefesselt zu sein? Das ist totaler Unsinn. Das ist völlig rückwärtsgewandt. Diese ganze Diskussion ist völlig weltfremd. Und ansonsten ist NRW ein bisschen größer als halt nur Düsseldorf. Meine Güte. Gut, ich habe auf der Liste Olaf, Monika, Tina, wo habe ich ihn? Da, Dietmar. Wir haben noch 3 Minuten. Olaf. Also eins verstehe ich auch nicht, beziehungsweise das möchte ich auch auf gar keinen Fall irgendwie darüber diskutieren, wer unter welchen Umständen das Recht hat, nicht hier zu sein. Also dann bin ich gegen den Antrag, während ich eigentlich dafür bin, dass wir die Möglichkeit machen, und zwar jeder, und so arbeiten wir normalerweise hier, jeder seiner persönlichen Verantwortung entsprechend. Mehr kann ich und mehr will ich auch von keinem anderen hier fordern, weil ich mir auch bei meiner Verantwortung und bei meinem Gewissen nicht reinreden lasse. Das haben wir hier irgendwann mal aufgegeben und ist auch okay so. Aber dann brauchen wir auch die Diskussion nicht führen und darüber abstimmen, ob jetzt das eine besser ist, ob das andere gerechtfertigter ist. Einfach die Möglichkeit ermöglichen, es zu tun. Und ob, wenn ich es jetzt hier gehört habe, ja, es steht irgendwo im Gesetz,
Steht da physikalisch anwesend sein? Ja, gut. Dann sollten wir zumindest für die Fraktions, wenn die anderen dafür raus einen Skandal machen sollten, sollten wir ganz klar sagen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass da hätten wir mehr Möglichkeiten, mit in der Öffentlichkeit wieder was zu gewinnen, als wenn wir es nicht machen. Und genauso auch, wenn wir die dezentrale Sache machen. Wir sind über den Zeitpunkt hinaus, meine ich, wo wir uns wirklich jederzeit sehen müssen. Ich weiß langsam, wer was wann wie ironisch meint und ich kann mir fast schon seinen Gesichtsausdruck dazu vorstellen, wenn er was sagt. Soweit sollten wir uns kennen und von daher ist es heute auf jeden Fall möglich. Aber bitte ohne Diskussion, wer es darf und wer es nicht darf. Als nächstes habe ich Moni, 1,40. Also ich glaube, hier geht eine Menge durcheinander und das ist eine Scheindiskussion. Erstens können nicht 10 Leute im Bett sitzen bleiben, weil wir genau 2 Möglichkeiten haben, rückzukoppeln. Sehe ich das richtig? Also maximal eine davon ist beim Car-Office, die andere ist möglicherweise irgendwo. Krankheit wird gar nicht funktionieren, weil die wenigsten wissen schon Dienstag vorher, dass sie drauf den Dienstag krank sind, wo wir den Fraktionsbeschluss fassen können, dass derjenige nächsten Dienstag krank ist. Also das funktioniert doch überhaupt nicht. Aber die meisten Leute sind doch, sag ich mal, spontan krank und du kommst dann gar nicht an diesen Rückkanal. Also auch das wird in den aller seltensten Fällen vorkommen, höchstens wenn tatsächlich jemand über 4, 6 Wochen sich, was weiß ich, die Hüfte gebrochen hat und ne, man weiß, da ist jemand langfristig erkrankt. Insofern glaube ich, dass diese ganzen Fälle, die hier diskutiert, was könnte passieren, wenn, die werden einfach zu 99% überhaupt nicht eintreten. Und wer nicht keinen Bock hat, zur Fraktionssitzung zu kommen, der kommt halt heute auch nicht. Insofern glaube ich, lasst uns das doch einfach machen, damit wir diese Car-Office-Option haben. Und wenn wir dann merken, hey, da ist einer jeden Dienstag krank und weiß das schon eine Woche vorher, dann können wir den immer noch darauf ansprechen. Insofern, es ist immer hier wieder so eine Vermeidungsdiskussion, anstatt zu sagen, lasst uns doch das ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann können wir in, weiß ich nicht, ne, nach der Sommerpause irgendwann immer noch mal drüber reden. Gut, ich habe noch die Tina und 15 Sekunden. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Aber ein Aspekt noch, die Abgeordneten sollen am Car-Office doch mit den Bürgern sich befassen, Fragen beantworten, diskutieren und nicht da sitzen und die Fraktionssitzung sich mit Kopfhörern auf den Kopf anhören. Müssen ja nicht. Also ich sehe nicht, wieso das am Car-Office passieren muss. Gut. Das waren die 15 Sekunden. Gut, 15 Minuten sind rum. Jetzt Abstimmung, ob wir weiter diskutieren, weitere 15 Minuten über diesen Punkt. Gibt es jemanden, der nicht weiter diskutiert? Nein, andersrum. Ich muss das positiv fragen. Moment. Wer ist dafür, dass wir nochmal 15 Minuten draufsetzen, um über diesen Punkt zu diskutieren? Das sind 2, Dietmar und Nico. Wer möchte jetzt hier Schluss machen mit dieser Diskussion. Lukas, Moni, Simone, Luax, Moni, Stefan, Joachim, Toso, Danebot, Dirk. Wer enthält sich? Olli, Michele. Für eine wesentliche für eine der wesentlichsten Satzungsänderungen der letzten 4 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Gut, Dietmar, du kannst jetzt aufhören. Du kennst die Regel. Wir haben diese Regel so angewendet. Das hat nichts mit Schluss der Debatte zu tun, sondern die Zeit ist einfach um. Ja. Natürlich ist Schluss der Debatte. Ihr könnt das so machen, aber dann gibt es auch Kritik darauf. Nicht wir können das so machen, sondern wir können das so machen. Ja. Entschuldigung, an der Stelle sind wir unterschiedlicher Meinung. Genau, da entscheidet die Mehrheit. Ja, und ich kann das doch kritisieren. Ach so, okay, du bist nicht mehr Teil der Fraktion, verstehe. Die Fraktion hat das so beschlossen. Das mache ich jetzt hier nicht irgendwie aus... Ja, nee, ist okay. Also Beschlüsse dieser Fraktion sind sich ehrlich. Gut. Fertig? Alles klar. Kritik zur Kenntnis genommen.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Beschlussvorschlag B27/2016. Wer für den Beschlussvorschlag ist, der möge sich jetzt melden. Simone Muni, Lukas, Grumpy, Dirk, Daniel, Michelle, Oliver, Danebot, Toso, Joachim, Olaf. Und Stefan. Stimmt, ich habe ja da angefangen. Wer enthält sich? Wer ist gegen den Satzungsänderungsantrag? Nico. Wenn ich richtig rechnen kann, sind 13 von 18 zwei Drittel. Das ist korrekt. Dann wirkt wieder so. Oh, mehr als zwei Drittel. Alles klar. Niemand mag Klugscheißer. Gut, kommen wir zu Top 7. Umsetzung digitaler Kompass. Da gibt es eine Informationsvorlage 4/2016. Hartmut. Ja, wir haben letzte Woche, habe ich ja schon erzählt, am Anfang mit Lara zusammengesessen und der digitale Kompass ist ja aus dem gemeinsamen Fraktionstreffen in Bielefeld entstanden. Der ist fertig. Wir haben gesagt, wir müssen ihn nicht ganz fertig machen, sondern wir wollten ihn heute als Information reinbringen. Es sind noch ein paar Leerstellen, wie ihr vielleicht feststellen könnt, die müssten natürlich noch erarbeitet werden. Aber der digitale Kompass ist ja nicht nur ein Papier, der digitale Kompass ist eine Kampagne. Das heißt, es geht darum, dass wir eine Schlussfassung als Startversion erarbeiten. Startversion heißt, das Ganze soll ja dann auf eine Kommunikationsplattform, wie üblich bei den Piraten, damit es öffentlich über Via Discuto diskutiert werden kann. Aber dafür brauchen wir eine Fassung, die hier von der Fraktion verabschiedet wird. Und dann sollte es einen zweiten Punkt geben, das ist die KW 27-35, das ist die sitzungsfreie Zeit. Da würden wir gerne, weil ja nicht alle 8 Wochen in Urlaub sind, der eine wird mal da sein, der andere wird in Urlaub sein, aber man kann eine gute Planung machen fürs Car-Office. Und dann könnte in der sitzungsfreien Zeit das Car-Office mit der Thematik digitaler Kompass eine Tour machen. Und dann ist die Vorstellung, dass der digitale Kompass sieht ja Themen vor, die einzelnen Abgeordneten zugeordnet werden können, sodass diese Themen dann auch am KOF diskutiert werden könnten. Am Ende soll es einen Workshop geben, es soll eine Diskussion und eine gemeinsame Fraktionssitzung geben. Das ist der 6.9., den ich schon angekündigt habe, dass wir den planen, der noch entschieden werden muss. Und am Ende muss es sozusagen eine finale Version geben, die den Entscheidungsprozess einfügt. Es ist so, dass praktisch zu jedem Fachthema gibt es einen jeweiligen Fachabgeordneten, das ist klar. Aber Lara schlägt auch vor, dass es mindestens 3 Gesichter der Fraktion geben sollte, die für das gesamte Projekt dastehen. Das ist jetzt die Informationsvorlage. Die Informationsvorlage über die einzelnen Kampagnenschritte. Abgestimmt mit Mario, was das Timing betrifft. Es ist sicherlich ambitioniert, aber wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass wir nach der Sommerpause praktisch auch fertig sind mit dem, was wir dann sozusagen vermitteln wollen in der Öffentlichkeit. Und es ist vorgesehen, dass wir eigentlich in dieser Woche das Projekt fertig machen wollen, dass ihr euch in aller Ruhe die Information anguckt und wir dazu in der nächsten Woche eine Beschlussvorlage machen. Und deswegen wäre es wichtig, dass in dieser Sitzung schon Anregungen kommen, wo einer sagt, das geht so gar nicht, das hätte ich gerne anders, da könnte ich mir was anderes vorstellen. Wir würden die Anregungen gerne aufnehmen, um dann eine Vorlage zu entwickeln, die dann beschlossen wird und die dann der Startschuss sein kann. Gut, ich habe als Wortmeldung Mario und Daniel. Ergänzend zu dem von Hartmut Gesagten haben wir in der letzten Woche einen Kontakt zur Heinrich-Heine-Universität gemacht. Dort wird ein neues Institut, gerade ist in Gründung, für Demokratie und Beteiligung. Die finden diesen Prozess außerordentlich interessant, werden diese oder nächste Woche zu uns kommen, um sich das anzuschauen und das mit uns auch gemeinsam medial zu begleiten und das ganze Projekt als solches zu bewerten. Es besteht hier die Möglichkeit, das, was wir vorhin schon gesagt haben, Piraten nach vorne gewandt, Beteiligung und so weiter, auch wirklich mal zu unterfüttern. Und es ist eine großartige Chance, wie ich finde, zu zeigen, dass wir das wirklich machen in einem der wichtigsten Themen, die es gibt. Ja, gar nicht inhaltlich an der Stelle, nur eine Bitte.
Björn hatte das vorhin ja auch schon erwähnt zu dem Tagesordnungspunkt davor. Es ist halt so ein bisschen blöd, wenn wir öffentlich über irgendwas diskutieren, was dann öffentlich nicht verfügbar ist. Auch mit Hinblick zum Beispiel auf das Car-Office. Wenn wir das für nächste Woche vielleicht auch so vorbereiten könnten, dass wir das irgendwie hier in Cloud Computing und so, die CDU hat sich ja auch an Cloud Computing in einem Antrag versucht, dass wir das irgendwie in die Cloud bringen können, damit der Antrag abrufbar ist. Das kann ich jetzt nicht reinkopieren. Das ins Pad, dann ist das Pad irgendwie, dann ist das Internet voll. Ja. Also wenn wir irgendwie Beschlussvorlagen haben, die wir öffentlich diskutieren, dann sollten wir die irgendwie in die Cloud packen. Haben wir auch in der Vergangenheit durchaus schon gemacht. Haben wir mal gemacht, ja. Gut, nehmen wir so mit. Der Hartmut notiert schon was. Ich glaube, es ist das, was du gesagt hast. Ja. Gut. Vielleicht spielt er auch Tetris, weiß man nicht. Man weiß es nicht. Dazu müsste er den Ton lauter machen, dann würden wir es rausfinden. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen zum Thema digitaler Kompass? Gut. Hartmut, du bist für entsprechende Rückmeldungen zugreifen. Nächste Woche gibt es einen Schlusstag. Gut. Und vielleicht noch eine kleine Bitte. Das bitte alle Abgeordneten mit den entsprechenden Referenten, bitte noch die Leerstellen dieses digitalen Kompass. Die Positionen liegen fest. Es geht hier nicht um neue Ideen. Es geht nur um alte Dinge oder nicht um alte, um ständige Dinge, um die wir uns kümmern, die nur noch mal formuliert werden müssen. Ich bitte also, es wäre schön, wenn das bis Mittwoch, Donnerstag dieser Woche erledigt werden könnte. Danke. Okay. Dann kommen wir jetzt zu Top 8 Beschlussvorlage für das Projekt Car-Office Befragung. Das ist die Beschlussvorlage 26/2016. Toso, zum Top 7. Ich würde gerne nochmal zum Top 7 zurück. Also eine Plenarwoche als Deadline zu nehmen, ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Moni hat das anscheinend gerade schon mal gesagt. Vielleicht können wir es auf Mittwoch nächste Woche. Also wenn wir das auf Mittwoch nächste Woche, da können wir unabhängig von den paar Punkten alles andere schon mal in eine Vorlage reinbringen und dann den Rest sozusagen gucken, dass wir den einvernehmlich hinkriegen. Also dann würde ich sagen, wenn wir das definitiv haben, dass sich wirklich jeder darum kümmert, bis nächste Woche Mittwoch, das wäre super, weil mittwochs ist auch Lara mit ihrer Arbeitsgruppe da, dann kann man das sozusagen, kann die finale Version nächste Woche Mittwoch erstellt werden, inhaltlich. Okay. Gut, dann gibt es eine teilweise Beschlussvorlage nächsten Dienstag und der Rest wird dann Mittwoch geklärt und kommt die Woche darauf. Alles klar. Dann jetzt Top 8 Beschlussvorlage für das Projekt Car-Office-Befragung. Ja, auch das ist, das hatte ich ja schon angekündigt, wir haben das Tool Research to Go ja schon entwickelt, wir haben es ja auch getestet in Recklinghausen, jetzt geht es darum, dass wir das auch professionell einsetzen. Das ist ein Tool und auch eine Methodik, die am Markt nicht üblich ist. Das heißt, wir können hier nicht Infratest fragen, wir können hier nicht GfK fragen, das wäre überdimensioniert. Die sagen, wir arbeiten doch nicht mit eurem Tool zusammen, wir arbeiten doch nicht mit Live-Geschichten und so, das ist halt neu. Also insofern war ich darauf angewiesen, ein Institut zu finden, das renommiert ist, auf das wir uns verlassen können, das ortsansässig ist, das im Umkreis unserer Car-Office-Einsätze auch verfügbar ist, weil diese Befragung, diese professionellen Befragung soll natürlich auch die Attraktivität und die Kommunikationskraft des Car-Offices erhöhen. Das heißt, ich würde gerne von Juni beginnend, also schon im Juni, bis November 6 Wellen zu Kernthemen machen, wo wir ein sogenanntes Kernthemenbarometer aufbauen. Das heißt, dass wir wissen, wie verhält sich die Öffentlichkeit zu unseren Kernthemen. Entwickelt sich dort etwas? Sind sie stark? Kriegen wir da eigentlich eine gute Resonanz? Und das Zweite wäre, alle 2 Monate parallel zu den Verfassungspiraten ein Verfassungsbarometer entwickeln. Sozusagen analog oder ergänzend zur Postkartenaktion, weil wir die Diskussion über die Verfassung, so haben wir das ja auch gestern mit Michel beschlossen, weiter nach vorne treiben wollen. Dafür brauchen wir ein professionelles Unternehmen. Das, was ich hier als Angebot angeheftet habe, das ist der Professor Faulbaum. Die sind in der Uni Essen-Duisburg, sind ein sehr renommiertes Unternehmen. Die stellen uns die Interviewer, professionelle Interviewer zur Verfügung mit SPSS, eine professionelle Auswertung. Die Fallzahl liegt kurz über 6 Euro, 6,11 Euro habe ich, glaube ich, ausgerechnet. Das ist wirklich ein günstiger Preis. Wir würden 4.500 Fälle kriegen, das ist schon eine Aussage. Das ist schon ein Bewegungsablauf, den wir da bekommen. Und das wäre sozusagen die nächste Stufe, die wir mit dem Car-Office starten werden.
und ich würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmen könntet. Ich habe Dietmar als Wortmeldung. Ja, schöne Geschichte, schöne Idee. Eine Frage als Fraktionsbedenkenträger hinsichtlich der Tatsache, dass die Befragungen live beobachtet werden können und diese dann auch als Veranstaltung oder soziale Netzwerke etc. pp. Angekündigt werden können. Was ist damit gemeint mit live beobachtete Befragungen? Denn das sind ja wahrscheinlich auch solche mit Kamera und Mikrofon. Anders macht ja Live-Beobachtung keinen Sinn. Oder wie ist das zu werten? Olli, dein Hartmut. Ach, scheiße, schon wieder. Ich habe Scheiße sagt man nicht. Doch, scheiße, Mist und verfickt. So. Dein armes Kind. Das darf die Fraktionssitzung eh nicht sehen, okay. Aus Jugendschutzgründen. Ich war ja bei der ersten Prototypen, wie nennt man das, Versuch, also beim ersten Einsatz, glaube ich, oder beim zweiten dabei, dieses Befragungstools. Bisher, glaube ich, habe ich noch nicht persönlich ein schriftliches oder mündliches Feedback, Manöverkritik gegeben. Da gibt es ein paar Dinge, die man machen muss, noch berücksichtigen muss. Zum Beispiel darf man eigentlich den Monitor mit dem Live-Ergebnis erst anmachen, wenn ein paar Daten da sind, weil sonst sieht man sofort, wie die ersten beiden abgestimmt haben, so sozusagen live da. Ich meine, es wird eben nicht sofort per Kamera festgehalten, wer das ist, also ist nach wenigen Sekunden nicht mehr nachvollziehbar, aber ich fände es schöner, wenn wir darauf ein bisschen achten. Und ansonsten, das Live bezieht sich darauf, dass ein Monitor im Car-Office hängt und man dort, wie bei so einem TED, bei so einer TED-Abstimmung im Fernsehen, wenn man da irgendwie gerade sieht, aha, so und so viele sind dafür, so und so viele dagegen oder was auch immer, sehen kann, wie gerade die Abstimmung ist. Das heißt, ich weiß nicht, was das Institut dazu sagt, aber gewisserweise verliert man natürlich die Repräsentativität ein bisschen dadurch, oder muss man ein bisschen berücksichtigen, dass die Leute, die dort befragt werden, möglicherweise vorher wissen, was der aktuelle Stand ist, wie die meisten Leute abgestimmt haben und sich davon beeinflussen lassen. An sich, als Effekt ist das jedenfalls sehr cool. Die meisten freuen sich, wenn sie sehen, aha, guck, da sind die Statistiken und ich kann jetzt live diese Statistik mit beeinflussen. Also der Effekt am Kauf ist sehr cool. Hartmut. Also live, wie gesagt, bedeutet nicht, dass eine Kamera dabei ist, sondern die Eingabe, ja, nein, weiß nicht, wird unmittelbar übertragen und kann dann visuell dargestellt werden, im Sinne eines Balkens. Das, was du, Oliver, sagst, Datenschutz, ist von dem Institut selber angesprochen worden, weil er gesagt hat, es kann natürlich sein, wenn nur einer sagt und da wird einer befragt und man sieht das, dann kann man das natürlich identifizieren. Deswegen haben die schon den Vorschlag gemacht, mindestens 50 Interviews abzuwarten und dann den Balken erst zu starten. Da 5 Interviews parallel durchgeführt werden sollen, ist dann niemals zu identifizieren, wer was gesagt hat. Das ist nicht möglich. Und wir erfassen auch keine persönlichen Daten, sondern nur Soziodemografie, also ganz knapp. Und es soll auch jetzt nicht nur am Car-Office unmittelbar erhoben, genau, werden, sondern natürlich in einer Innenstadt, sodass die Zugangsmöglichkeit für möglichst viele da ist. Und Repräsentativität können wir uns finanziell gar nicht leisten, weil die Stichprobenziehung ist alleine schon so teuer, wenn man eine repräsentative Umfrage macht, dann müsste man auch 1000 Fälle nehmen. Was wir wollen, ist eigentlich ein Barometer, dass man immer das Gleiche macht, immer in einem kontinuierlichen Abstand unter den gleichen Bedingungen, dann hat man ein Instrument, was sich selbst justiert. Und deswegen sind wir auf Repräsentativität nicht angewiesen. Es macht aber auch keinen Sinn, es ist viel zu teuer und bringt uns zu wenig. Wir müssen oft erheben und wir müssen aus der Erhebung eine sinnliche Wahrnehmung machen. Das heißt, jetzt sind wir im Feld, wann kommen die Ergebnisse und dann kriege ich einen dicken Prospekt und 24 Seiten, das bringt nichts. Sondern uns geht es ja nur darum, wenn es um BGE geht oder um ÖPNV, ja, nein, weiß nicht. Dass wir schnell wissen, wie ist die Reaktion da. Und das ist der Sinn. Und das ist mit diesem Institut professionell genug zu machen. Das heißt, wir haben hier eine vernünftige Befragung, keine repräsentative statistische Erhebung. Das muss deutlich gesagt werden. Okay,
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen zu dem Top vor. Dann kämen wir jetzt zur Abstimmung über die Beschlussvorlage 26/2016. Wer für die Annahme dieser Beschlussvorlage ist, der möge sich jetzt melden. Lukas, Monika, Simone. Stefan, Dietmar, Olaf. Alle außer Frank. Entschuldigung, Joachim, Toso. Danebot, Olli, Nico, Michelle, Daniel, Dirk, Grumpy, Enthaltung, Frank. Du sagst nicht jetzt, na gut, nachdem ich alle Namen gesagt habe. Jetzt enthältst du dich. Ich habe es halt nicht von Anfang an, ich habe es nicht von Anfang an verfolgt. Deswegen. Er traut sich nicht mehr dagegen zu sein oder sich zu enthalten. So, Enthaltung war Frank. Danke für den Vermerk, ja. Wir haben nur noch zwei Tops. Meiner geht schnell. Schon mal. Gut. Ich werde Sie gleich behandeln unter Sonstiges. Alles klar. Wir kommen zu Top 9, Open Antrag. Da habe ich hier zwei Einträge. Der eine Eintrag sagt, Steuererklärung einsparen. Und Dietmar hat dazu was geschrieben. Ich glaube, wir sollten das so machen, dass wir erstmal den Mario zum Thema Open Antrag reden lassen und dann über die einzelnen Fälle eventuell reden. Mario. Der Ablauf von Open Antrag ist euch allen zugegangen. Wie letzte Woche angekündigt, haben wir heute den ersten Open-Antrag. Es sind in den Top nicht zwei Punkte. Das Sternchen vor Dietmar kann man dann wegmachen, dann wird es vielleicht deutlicher. Also es gab einen Open-Antrag Steuererklärung mit dem Titel Steuererklärung einsparen. Der ist in dem Verlauf dann Dietmar zugeordnet worden und Dietmar hat dazu einen kurzen Kommentar gegeben. Dieser Kommentar, Dietmar, einer meiner 16 Lieblingsabgeordneten in der Fraktion, hat dann noch gleich seinen Job getan und hat dazu einen Kommentar geschrieben, den dort jeder sehen kann. Und jetzt... Ich auch, sonst hätte ich es nicht gemacht. Nee, das passt schon. Kann auch 15 sein. Jedenfalls ist Dietmars Empfehlung keine Übernahme durch sich selbst. Und er stellt es jetzt der Fraktion insofern vor mit dem Kommentar. Die Fraktion kann sich natürlich dann entscheiden, das als Ganzes zu übernehmen. Das war's. Und das machen wir zukünftig mit 1 bis 3 Anträgen pro Woche. So dass jeder, der einen Open-Antrag einschränkt, auch sieht, dass das passiert und was da ist. Und wir haben es mit der auf der Open-Antrag-Seite verknüpft in dem Pad, weil es leicht aufzurufen ist, wir keine komischen Cloud-Geschichten machen müssen, sondern jeder sehen kann, für den einen oder anderen ist die Seite neu, die ist aber gar nicht so schwierig. Dietmar. Ja, erst Grumpy, dann Dietmar, bitte. Nee, hat Mario gut erklärt. Ich wollte nur sagen, wir hatten gestern in der Vorstandssitzung, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, erstmal den Platzhalter für Open Antrag wieder reingebracht und ich habe dann nach der Vorstandssitzung erfahren, dass Dietmar bereits so gut vorbearbeitet hatte, dass ich ganz erstaunt war, dass wir das dann heute schon direkt mit draufnehmen können. Ich freue mich darüber. Danke, Dietmar. Dietmar. Ja, ich habe mich da wie so ein Wikigärtner mal draufgestürzt auf diese Open-Anträge. Ich habe das deshalb so gemacht, weil ist ja klar, das wird mir zugewiesen und ich mache mir Gedanken dazu, weil es mein Thema ist. Und ich persönlich sage halt, nee, also nicht. Das muss eben nicht heißen, in allen anderen Fällen gilt das, glaube ich, ähnlich, dass meine persönliche Meinung von mir selbst über die der Fraktion gestellt wird, sondern wenn die Fraktion sagt, mach das mal, geh da mal intensiver ran, ja gut, dann kann ich mich auch dazu vielleicht durchringen, das sachlich, fachlich, inhaltlich nochmal anders, unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also deswegen so, ne? Nur noch als ergänzende Erklärung dazu. Dann der Mario nochmal.
Den Vorteil, den hatten wir seinerzeit schon beschrieben. Jetzt kann jeder, der einen Open-Antrag stellt, auch wirklich hier im Rahmen, wenn er die Fraktionssitzung verfolgt, auch die Argumente für und gegen seinen Antrag verfolgen. Ich glaube, dass wir so Menschen sehr mitnehmen, beziehungsweise ihnen zumindest die Möglichkeit geben, mitgenommen zu werden. Viel mehr können wir nicht tun. Was ich eben ganz vergessen habe, und das möchte ich ausdrücklich nochmal sagen, ich danke Björn für seine Zuarbeit, der das unermüdlich in der von ihm gewählten Zeitfenster auch macht. Das seht ihr dann an den Mails, die ihr bekommt. Also danke an Björn. Jo, dem schließe ich mich an. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Ganz speziell, also Bankdaten auslesen für Steuererklärung? Grumpy? Also, ich kann Dietmars Beurteilung, diesen Antrag nicht zu übernehmen, zustimmen. Wir haben hier, anders als in Schweden, wenn wir von dem großen Bereich des Datenschutzes halt auch reden, eine noch andere Grundhaltung in Deutschland, auch in Bezug, also gerade das Steuergeheimnis, auch das Bankgeheimnis. Ich selber habe auf diese Weise nach wie vor die Hoheit über die Zahlen. Wenn mir selber dabei halt ein Fehler unterläuft, mache ich mich eventuell strafbar, ist dann halt so. Ich würde den Menschen nicht die eigene Verantwortung und die Hoheit über ihre Konten und über ihre Finanzerklärung absprechen wollen. Also dafür halte ich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes doch eindeutig für schlauer, als ich hier diesem Vorschlag so entnehmen kann. Ich habe Olli und dann Frank. Weil wir es heute schon in der Fraktionssitzung hatten, 10 Sekunden für Estland. In Estland ist das ja schon so, dass alle Daten zusammenfließen. Du loggst dich ein mit deinem doppelten PIN, hast deine Steuererklärung fertig, weil alle Daten schon da sind, tatsächlich. Und du kannst sie natürlich selbstverständlich selber ändern, wenn du siehst, da hast du noch einen Fehler. Du kannst alles kontrollieren, alles transparent. Du siehst auch transparent, welcher Beamte für dein Dings verantwortlich hat, wer deine Daten gesehen hat, alles. Aber letztendlich, wenn du es dir einfach machen möchtest, drückst du einfach OK und bist fertig. Ein Werbeslot, gesponsert. Frank. Jo. Ja, ich denke mal, das wäre eine Variante, über die man reden kann. So wie es hier vorgeschlagen ist und gedacht ist, heißt das ja oder bedeutet das implizit, die Bank weiß alles. Das ist ja eigentlich hier nicht so und wäre auch kontraproduktiv zu unserem Antrag Bargeld nicht abschaffen. Also das würde ja da unter den Tisch fallen, wenn mit Bargeld gehandelt wird, gearbeitet wird. Außerdem, wenn ich mir die letzte Zeile des Antrags angucke, scheint das eher die Intention zu sein, gar keine Steuern zu zahlen. Ich glaube, der Antrag geht in die falsche Richtung. Was Oliver gerade gesagt hat, sich da ein Beispiel zu nehmen, sich das genau anzugucken, was in Estland gemacht wird, die Steuererklärung zu vereinfachen, ist sicherlich ein Weg. Einsparen, so wie hier, würde ich mich auch Dietmar anschließen und das nicht übernehmen wollen. Gut, da es anscheinend niemanden gibt, der das übernehmen will, würde ich diesen Antrag jetzt als abgehakt sehen, weil das Ergebnis ist ja schon keine Übernahme durch MDL. Gut. Ja, will ja keiner. Keiner will, will keiner. Genau. Und trotzdem, wir haben ja auch ein Feedback. Genau. So, dann kommen wir zu Top 10 Sonstiges. Hier habe ich drei Dinge stehen. Erstens geht es nochmal um die Terminabstimmung, Fraktionentreffen in Kiel. Hartmut, kurz. Ja, also ich habe das mit Grumpy besprochen. Wir haben immer Probleme. Das ist die zweite Fraktionssitzung nach den Sommerferien. Es ist aber organisatorisch möglich. Und wenn wir die Zeit für die parlamentarischen Initiativen in 2016 optimal nutzen wollen, dann ist das sicherlich auch sinnvoll. Bis dahin kann auch alles, finde ich, sehr gut vorbereitet werden, weil auch für die erste Plenarsitzung im September kann man ja jetzt schon überlegen, welche Anträge man einbringt. Wir hätten die Möglichkeit, bis zum 6.9. nicht nur eine gemeinsame Sitzung der Fraktion zu machen, sondern dort auch mindestens einen Antrag zu haben, den wir gemeinsam in die parlamentarischen Prozesse bringen. Wir hätten bis dahin den digitalen Kompass gut vorbereitet, sodass die Sitzung gut vorbereitet wäre. Und der Auftakt wäre auch nicht so schlecht. Es ist im Übrigen auch die letzte Möglichkeit, die Berliner Kollegen mit
einzuladen, was wir getan haben, weil die haben am 18. Wahl. Also wir haben das nach allen Richtungen hin überlegt mit dem Grampi und wir sind der Meinung, das ist machbar, das ist organisatorisch stemmbar. Ich schiebe die Rednerliste ins Bild. Vielleicht noch ergänzend, ich habe die gleiche Abstimmung über den Termin, läuft natürlich wiederum in Schleswig-Holstein heute. Gut. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Vorstandswahl am 14.06. Da möchte, glaube ich, der Grumpy was sagen. Nur noch mal dann hier auch kurz in der Runde. Nächste Woche sollten wir wie immer alljährlich unsere Vorstandswahlen durchführen. Vielleicht möchte jetzt schon jemand gerade kurz kundtun, ob er kandidieren möchte. Und oder vielleicht auch nicht. Regulär wissen wir ja, es stehen alle zur Wahl, die nicht rechtzeitig zurückgezogen haben. Das schaffe ich noch bis nächste Woche. Genau, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, um den Kommentar auch nochmal mitzunehmen, stimmt. Ich selber würde tatsächlich wieder als BG mich zur Verfügung stellen, wenn ihr den möchtet. Das wollte ich noch schon mal gesagt haben. Nein, ich werfe jetzt nicht meinen Hut in den Ring. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Das Drüberklettern über die Tische ist hinterher immer so umständlich, deswegen. Gut, gibt es Wortmeldungen zum Thema Vorstandswahlen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Raute, Hashtag, junges NRW. Daniel. Jetzt habe ich natürlich klugerweise das Schreiben oben liegen lassen, ist aber auch egal. Habe ich von dir bekommen, lieber Michel, du kennst das bestimmt auch mal auswendig. Der Landesjugendring Nordrhein-Westfalen möchte mit uns wetten. Ich fasse ganz, ganz grob zusammen. Weitere Infos werdet ihr noch per Mail kriegen, aber ich wollte euch zumindest schon mal ganz kurz was dazu sagen. Der Landesjugendring und im Stream natürlich auch möchte mit uns als Fraktion wetten. Und zwar, dass der Landesjugendring sagt, dass wir es nicht schaffen, dass sich mehr als die Hälfte der Abgeordneten unserer Fraktion an einer Aktion des Landesjugendrings unter dem Motto Junges NRW beteiligt. Unterm Strich geht es darum, Aktionen, die die Jugendverbände oder die dazugehörigen Jugendverbände landesweit durchführen werden, mit Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen. Der Landesjugendring hat sich bereits zu mehreren Punkten positioniert. Die Positionen sind soweit auch öffentlich bekannt, kann ich euch aber gerne auch nochmal zur Verfügung stellen. So viel sei gesagt, die stimmen in sehr großen Punkten mit unseren Meinungen überein und ich möchte euch jetzt schon dazu herzlich einladen, an solchen Aktionen teilzunehmen. Nimm mal den Satz. Wir werden es nicht schaffen, dass mehr als die Hälfte der Mitglieder dieser Fraktion an Aktionen des Landesjugendrings unter dem Motto Jungs NRW teilnimmt. Unsere Abgeordneten sollen eben an, wir müssen, damit wir die Wette gewinnen, an Aktionen des Landesjugendrings teilnehmen und, du meinst, was ist der Wetteinsatz? Genau. Der Wetteinsatz ist, da sind die ja ganz clever, der Landesjugendring wird dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine sozusagen zu unseren Ehren eine große Veranstaltung vor dem Landtag machen mit Jugendlichen. Wenn wir die Wette verlieren, dann ist zum Beispiel der Vorschlag, dass Michel sich mit Jugendlichen mal einen ganzen Tag oder Jugendliche zum Beispiel einlädt. Sag das nicht. Verlieren wir doch extra. Einen ganzen Tag, ja genau, da verlieren wir extra. Einen ganzen Tag mit gemeinsam unterwegs ist im normalen, üblichen Geschäft und so weiter und so fort. Ist auch alles vollkommen egal. Ich möchte natürlich, dass sich mehr als die Hälfte der Abgeordneten einfach an diesen Aktionen beteiligen, weil es eben gute Positionen sind, die da vertreten werden. Und Details per Mail. Aber der Gaming, also beim letzten Mal stand ich plötzlich einsam vor der Kamera, musste was über Sport sagen. Alles klar, Joachim meldet sich. Naja, Daniel, ich finde das nicht ganz fair, weil da müsste man ja fairerweise, um das ausgleichen zu machen, eine Gegenwette aufziehen. Dass wir wetten, dass der Landesjugendring es nicht schafft, bla bla bla, irgendwas bei Dingen, die mehr als die Hälfte aller jungen Wähler Piraten wählen zu lassen. Und das
Da hatte ich auch schon dran gedacht. Das Problem ist halt nur, das kannst du nicht kontrollieren, weil die Wahl geheim ist. Kein Problem. Plakate kleben. Oh. Landesjugendring. Aufhängen, Plakate kleben. Hauptsache, können wir eine Gegenwette machen. Fände ich nur fair. Hauptsache, wir verlieren den Spaß nicht. Kannst du die richtigen Wahlzettel ankreuzen? Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, ich hab neues. Ja, bitte. Das mit dem Wählen ist halt doof, weil die möchten ja gerne, dass auch schon die 16-Jährigen wählen dürfen. Aber das wollen ja hier die konservativen Kräfte in diesem Landtag irgendwie nicht. Aber wir wollen das doch. Also alle außer wir quasi. Ist egal, aber ich finde das cool. Vielleicht können wir da mal in einen lustigen Dialog mit dem Landesjugendring kommen. Ich glaube, die spielen da mit. Du meinst gegen das Wahlrecht, ab 16 sind die Parteien mit den Parteitagen über 60. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen zum Thema Junges NRW oder im Bereich Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann verabschieden wir uns vom Stream und vom Car-Office und gehen jetzt in den mitarbeiteröffentlichen Teil nach einer Pause von einer Viertelstunde 20 nach. Viel Spaß und auf Wiedersehen.